Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Bali Berseri. Herzlich willkommen bei timetodo.ch und einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer im Schweizer Kabelnetz. Alle Zuhörer begrüße ich, die über OrkiTalk uns hören und natürlich alle Zuschauer, die über den Webstream von Schweiz 5 unsere Sendung verfolgen. Heute bei mir zu Gast in einer weiteren Folge von Recht und Unrecht Dr. Peter Zielmann, der Jurist, der mir etwas auf die Sprünge helfen kann, und als Gast heute Rudolf Elmer. Herzlich willkommen in der Sendung. Dankeschön. Unsere Geschichte heute ist ja eine, die nicht ganz neu ist für die Schweizer, für die Schweizer Medien auch nicht, denn der Name Rudolf Elmer hat schon manche Schlagzeile geliefert, sowohl in der nationalen als auch in der internationalen Presse. Aber ich glaube, er wollte es selber nicht, das haben einfach die anderen gemacht. Ich habe es nicht geschrieben. Genau. Das Thema unserer heutigen Sendung, da geht es um ja ein Thema, was international eigentlich immer kontrovers diskutiert wird. Erstmal das Thema Whistleblowing, also worum geht es in diesem Hintergrund? Ist der Mensch seinem Unternehmen verpflichtet oder seinem Gewissen? Das ist ja immer wieder ein großer Punkt in der Geschichte. Und dann natürlich die in meinen Augen haarsträubende Story, die der Rudolf Elmer hier während der letzten, sage ich mal, 8 Jahre, kann man sagen, erlebt hat, mit allen Hoch- und Tiefs darauf, die für mich auf der einen Seite sehr ergreifend und wenn ich dann die Details lese, auch sehr bestürzend war. Dass unsere Zuschauer, die den Namen vielleicht noch nicht kennen, wissen, wer Rudolf Elmer ist. Stell dich doch mal kurz vor, so deine berufliche Story, bis der ganze Fall Elmer dann ins Rollen kam. Also ich bin Schweizer und habe eine normale Ausbildung in der Schweiz absolviert, habe mich dann entwickelt zum Wirtschaftsprüfer in der Schweiz, habe in der internen Revision gearbeitet und auch in der externen Revision, also bei Credit Suisse, KPMG und so weiter, und habe mich dann einfach beruflich entwickelt und hatte dann die Chance, international zu arbeiten, und das gab mir dann die Julius Baer die Möglichkeit, 1994 nach Cayman Islands zu gehen als Buchhalter. Wenn ich da gerade mal einhaken darf, wenn ich das Wort Cayman Islands jetzt höre, dann klingt für mich da sofort hoch Geld verstecken, Schwarzkonten. Das ist ja das, was so der Normalbürger, wenn er Cayman Islands hört, wer tut sein Geld auf die Cayman Islands? Einer, der es verstecken will, sonst braucht man das ja nicht. Ist das so grundsätzlich einer der Zielsetzungen? Ich würde meinen, also ich würde sagen, es ist eine Verdunklungs- und Verschleierungsoase, die versucht, wirtschaftlich Berechtigte zu verschleiern und Möglichkeiten gibt, Gewinne dort anfallen zu lassen, die unversteuert sind. Es gibt auch die Möglichkeit, dass sie Geldwäscherei, absolut möglich, also es ist kein Problem. Es ist ein Raum, der regulatorisch und auch gesetzlich nicht dem entspricht, was wir kennen in Deutschland zum Beispiel. Es ist eine kleine Insel, also man hat Konzerne, können zum Beispiel Einfluss nehmen auf die Regierung, auf gewisse Entscheide, auch auf die Justiz. Und von dort her liegen natürlich viele Möglichkeiten für Finanzinstitute, multinationale Konzerne. Und dann gibt es auch gewisse Superreiche, die versuchen dann mit ihren Offshore-Konstrukten, zum Beispiel über die Cayman Islands oder auch über andere Offshore-Inseln, wir kennen bei Tax Justice Network, spricht man etwa von 80 Offshore-Zentren, also Guernsey, Jersey, Isle of Man und so weiter. Ich habe aufgrund von meiner beruflichen Tätigkeit in 8 von diesen Oasen gearbeitet. Ich war also dort, ich habe das Geschäft gemacht. Ich kenne es nicht nur vom Hören, Sagen, sondern ich war dort. Und für mich ist klar, Cayman Islands ist eindeutig eine Verdunklungs- und Verschleierungsoase, die gewissen Leuten nützt. Was war denn, um den Einstieg dann zu finden in den ganzen Fall, was war denn dein Job? Es gibt ja in den Banken viele Jobs, die man machen muss, ob das der Trader ist oder der Händler, ob das die Menschen sind, die im Hintergrund die Kunden beraten und so weiter. Was war denn genau dein Job?
Also 1994 startete ich als Buchhalter und hatte dann auch organisatorische Aufgaben übernommen, also die Abläufe. Ich bin eine Person, die sich für neue Aufgaben interessiert. Ich habe mich natürlich auf den Insel, war es für mich eine Politik, mich konstant weiterzubilden. Also ging ich, wurde ich Händler auf eine Art, also mit Devisenpositionen, Zinspositionen. Ich habe mich für die EDV interessiert. Ich war dann fähig, Novell-Netzwerke aufzusetzen in den Cayman Islands für die Bank. Also es war für mich ein klassischer, ich bin eine Person, die hands-on ist und versucht, dort mitzuhelfen, wo es geht. Es ging dann so weit, dass ich sogar Investment Manager wurde von Hedgefonds, natürlich nur der Form halber. Die wirklichen Manager waren dann in London, New York oder wo auch immer, aber ich hatte mit denen einen Vertrag, wurde zum Compliance Officer. Also ich war von meiner Funktion her, war es so etwas wie ein Jack in all trades. Also ich habe verschiedene Positionen übernommen und das ging dann alles unter den Hut des Chief Operating Officer. Wenn man das Wort Compliance erwähnt, vielleicht für die Zuschauer, die diese bankinternen Begriffe nicht so kennen, was dürfen wir uns darunter vorstellen unter einem Compliance Officer? Also ein Compliance Officer ist eigentlich das rechtliche Gewissen eines Unternehmens und ist die Person, die schaut, dass das Unternehmen im rechtlichen Rahmen sich bewegt und hin und wieder natürlich die Red Flag raufnehmen muss und gewisse Sachen bei dem Management reklamieren und das Management auch herausfordern und antworten zu wollen. Das ist ein Job, der eigentlich undankbar ist, weil sie müssen sich sie agieren als rechtliches Gewissen. Sie haben das Management auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben sie natürlich auch die Mitarbeiter, die zu ihnen kommen und sie anschauen, ja, das ist der Mann, der kann mir helfen, der hat ja der kennt das rechtliche Gewissen des Unternehmens. Also sie werden dann sogar eine Art zur Klagemauer innerhalb von der Bank. Jetzt kam ja irgendwann, so ich glaube nach 98, der Punkt, wo einfach über deinen Schreibtisch oder im Rahmen deiner Tätigkeit dir Dinge auf den Tisch kamen, wo du so, ja, ich möchte mal sagen, eine Gewissensproblematik bekommen hast. Ja, ich bin in das Ganze eigentlich reingewachsen. Ich meine, man muss sehen, ich habe wenn man zum inneren Circle kommt des Unternehmens, dann können Sie Geschäfte, machen Sie Geschäfte, Sie sehen die Zusammenhänge und wissen, worum es geht. Und für mich war natürlich als Schweiz, ich will jetzt ja nicht sagen, dass ich da nicht das System verstanden habe, von der Bankenseite her, was da gelaufen ist. Natürlich haben wir Steuer hinterzogen über die Cayman Islands mit der Bank, also nicht mit den Kunden, mit der Bank. Das war mir bewusst. Für das war ich auch verantwortlich und ich hatte mir da eigentlich keine allzu großen Gedanken darüber gemacht, weil ich bin in den Cayman Islands, ist steuerfrei und ich bin immer davon ausgegangen, dass die in Zürich das wissen, wie das geht. Aber es wurde dann immer intensiver, das Ganze. Also man wollte dann Bestätigungen von meinerseits, dass ich die Wertschrift in den Cayman Islands gekauft habe, also ich der Auftraggeber bin für das Konzern. Die Wertschrift war schon lange gekauft, der Zeitunterschied ist 6 Stunden. Also die Entscheidungen wurden dann in der Schweiz gefasst. Also die wirkliche Entscheidung war in das Betriebszentrum oder die Entscheidung war in der Schweiz und nicht in den Cayman Islands. Das haben wir aber vorgespielt. Dann gab es gewisse Transaktionen wie Kurspflege für eigene Produkte. Auf einmal hatten wir das wieder auf dem Konzernportfolio. Das wurde entschieden, also hat man da wieder das richtig gestellt. Dann gibt es die International Accounting Standards. Da möchte ich nicht allzu groß in die Detail gehen. Aber mit der entsprechenden Methode können Sie den Gewinn steuern. Und Cayman Islands für die Julius Baer brauchte etwa 40% des Gewinns. Also wir konnten steuern, es gab sogar einen Konflikt dort zwischen mir und dem Pricewaterhouse-Manager, der sagte, jetzt unterschreibe ich diesen Bericht nicht mehr. Und das war nicht nur ich, sondern es war auch er, der Cayman Islands-Manager von Pricewaterhouse. Nur er wurde überstimmt und das kam aus Zürich. Der Pricewaterhouse Zürich entschied, er muss es unterschreiben und es wurde unterschrieben. Aber meines Erachtens ging, und auch seines Erachtens, wir gingen mit einem schlechten Gewissen, fuhren wir weiter, weil es entsprach einfach nicht den International Accounting Standards. Ich habe da noch ein Wort eben gehört, was ich kenne aus meiner früheren Tätigkeit, aber vielleicht die Zuschauer nicht, Kurspflege.
Das ist ja auch so ein Wort, wo ich sagen muss, wenn man sich da mal genau überlegt, was da dahinter steht. Das bedeutet, in dem, so wie ich es erfahren habe und bestätige mich, wenn es da gleich ist, man trifft Maßnahmen, die virtuell sind, um einen Kurs nach oben oder nach unten zu bewegen, je nach der Zielsetzung des Unternehmens. Ja, also im Praktischen heißt das eigentlich die eigenen Produkte, die die Bank vertrieb, haben wir auf unser Nostro-Konto genommen. Also die Bank hat es gekauft, weil keine Nachfrage mehr da war am Markt. Damit kann man das Produkt, den Preis hochhalten im Markt. Und man gibt es dann wieder, wenn es wieder eine gewisse Nachfrage da ist. Was sie ja nicht möchten, und das ist ganz klar, in einem Produkt, dass es rauf und runter geht, rauf und runter, weil das gibt so, das kreiert Unsicherheit beim Kunden. Sie möchten gerne die stabile, leicht ansteigenden Gewinn, der das weitergeht. Und da können Sie natürlich über ein Offshore-Center, das Konzernportfolio hat, manipulieren. Klar, das ist auch genau das, wie gesagt, was ich teilweise aus meiner Vergangenheit kenne, dass da Dinge einfach vorgespielt werden. Jetzt haben wir ja da den Juristen sitzen. Wie ist das denn juristisch zu sehen, wenn eigentlich, wie gesagt, klassisch manipuliert wird? Der Kurs entspricht ja eigentlich nicht den Tatsachen, sondern, wie wir gehört haben, wird er durch vielfältige Maßnahmen eigentlich beeinflusst. Jetzt würde ich mal sagen, als ganz normaler Bürger, der so das Strafgesetzbuch, so die oberen Zeilen kennt, der würde sagen, das ist doch eigentlich Betrug. Ja, also... Wir sind natürlich hier in sehr komplexen Verhältnissen. Das hat ja Herr Elmer auch bereits angetönt. Nicht? Wir sind da auf Cayman Islands, einem selbstständigen kleinen Staat, der ein elaboriertes Finanzsystem kennt, das geeignet ist, eine relativ liberale Ordnung zuzulassen. Also nach Cayman Island Grundsätzen sehr wahrscheinlich war das formaljuristisch jetzt von dort aus betrachtet kein Gesetzesverstoß, könnte ich mir vorstellen. Also ich bin kein Kenner natürlich des Cayman Rechts, das, was da man muss natürlich wie Sie das aussagen, jetzt, wenn Sie die Gesetze nachgeschlagen haben von Cayman? Also da muss man natürlich schon sehen, bei diesen Offshore-Zentren und jetzt generell bei Cayman, die Gesetzgebung wird sehr dünn gehalten und das ist auch sehr bewusst gemacht. Also finden Sie den Verstoß nicht unbedingt. Das heißt, die Cayman Islands sind ein eigener Staat, der nicht zu einem anderen Land dazugehört? Nein. Nein, das ist selbstständig. Ist selbstständig, aber sie haben noch eine Beziehung zu England. Also es gibt noch einen englischen Gouverneur, der in Cayman dort ist und das Vetorecht der Königin wahrnimmt. Aber das ist natürlich mehr Repräsentationsaufgabe. Also, ich meine, wir kennen ja noch andere Kleinstaaten, die nicht up-to-date sind aus der Sicht von Amerika, aus der Sicht von Europa. Die Schweiz zum Beispiel. Genau, nicht? Das sind alles Staaten, die sind mehr oder weniger groß, die sind mehr oder weniger bedeutsam. Jetzt die Schweiz ist natürlich finanziell recht bedeutsam. Wir dürfen das uns nicht zu gering vorstellen. Ich habe da nachgelesen von einem englischen Finanzanalyst, Peter Thorne, Research House Helvea betreibt er, und er hat eine Studie, Paradise Lost, herausgegeben und hat festgestellt, dass 2200 Milliarden, also nicht Millionen, das sind 2200 Milliarden Privatkundenvermögen auf Schweizer Depots lagern. Das sind also rund 30% überhaupt des grenzüberschreitenden Anlagevolumens weltweit, das in der Schweiz lagert. Also ich meine, ich möchte sagen, das sind natürlich ganz große finanzielle Interessen. Und es ist nicht zufällig, dass die Schweiz und mit ihrem Banksystem in Guernsey, Mauritius, in
Cayman Islands, den Virgin Islands und so weiter. Nicht, es hat offenbar 80 solche Orte. Das benütze ich, ich glaube, da bin ich ja richtig. Das ist nicht eine Sache, der jetzt nur ihr Arbeitgeber, die Julius Baer Bank, sich bedient. Ich glaube, das sind ja auch die anderen Großbanken auch vertreten. Also zu meiner Zeit in den Cayman Islands waren 600 Banken. Und von den 50 größten Banken der Welt waren 45 physisch vertreten. Also ist das quasi ein Finanzabwicklungszentrum? Genau. Absolut, also ein Buchungszentrum im besten Fall. Oder nur ein Briefkasten sogar. Oder? Das ist also es hat eine große Verbreitung. Und es ist natürlich gerade in diesem Zwielicht der Kleinstaatlichkeit, die jetzt heute eben bei dieser internationalen Vernetzung und bei dieser sich entwickelnden internationalen Solidarität am Schwinden begriffen ist, dass überhaupt so etwas verstanden wird. Nicht? In der Schweiz ist bis vor kurzem, sagen wir noch vor 20 Jahren, war das ganz klar, wir haben ein Schweizer Banksystem und dieses System musste, dem musste entsprochen werden. Was da Amerika dazu sagte, was die anderen Staaten dazu sagten, ja, das ist eine andere Frage, die haben wir nicht zu beantworten. Wir sind hier in der Schweiz und machen unser Geschäft und unser... in dem System, wie wir es halt festgelegt haben. Ne? Ja. Und das ist jetzt wieder, sagen wir, eine Hypothetisierung dieser schon an und für sich speziellen Situation in der Schweiz, dass man dann nochmal ausweicht auf ein weiteres Territorium, das wieder eigene Regeln, eigene Gesetze hat. Haben Sie ja gehört, und ein großer Vorteil heißt natürlich steuerfrei. Ja. Steuerfreiheit, keine Steuern, ja. Also direkt. Praktisch, ja. Also in dem Sinn... müssen wir natürlich sagen, das Gesetz gibt hier keine einfache Antwort, weil es gibt das Cayman-Gesetz, es gibt das Schweizerische Gesetz, es gibt das EU-Recht, es gibt das USA-Recht. Aber dann gibt es natürlich allgemein verbindliche Vorstellungen, die sind jetzt auf dem Vormarsch. Und was es natürlich seit jeher gegeben hat, und ich glaube, das ist auch der Anknüpfungspunkt von Herrn Elmer, das ist das Gewissen. Das ist ja unteilbar. Genau, beim nächsten Punkt letztendlich. Ja, da gibt es einen Bereich, nicht, der nicht mehr verhandelbar ist. Aber wann der erreicht ist und wann da nur irgendwie eine spezielle juristische Konstruktion betroffen ist, das ist nicht so einfach zu beantworten. Aber was wir jetzt da gehört haben von Herrn Elmer, das sind natürlich schon eindeutige Beschriebe von Delikten. Jetzt zählt es ja, wenn ich mir das durchlese, was in dem Exposé von dir hier aufgeführt wird, dann stehen da Begriffe drin wie Geldtransport, Verschleierung, Täuschung, buchhalterische Tricks und so weiter und so weiter. Wann war bei dir denn der Punkt erreicht, wo du gesagt hast, jetzt ist mein Gewissen so gefordert, dass ich sagen muss, Cut? Das ging bei mir eigentlich los beim Lügendetektorentest. Da habe ich das Vertrauen in die Bank verloren. Erkläre bitte, wie das dazu kam. Normalerweise werden ja keine Banker, nur Kanonen werden ja eigentlich an den Lügendetektor gehängt. Ja, ich bin morgens um 8 Uhr ins Büro gekommen. Ich hatte eine schlechte Nacht, weil ich hatte Probleme mit meiner Wirbelsäule und meinen Bandscheiben und so weiter. Wusste ich in diesem Zeitpunkt nicht, habe aber zugedeckt mit Medikamenten. Dann hat es geheißen, jetzt machen wir einen Lügendetektor mit Ihnen. Und dann fragte ich, ja, wieso und warum, was soll's, oder? So einen Lügendetektorentest, dann kannte ich schon von den amerikanischen Spielfilmen, wie das funktioniert. Und nein, mache ich nicht. Ich will zuerst darüber lesen. Oder? Dann wurde ich nach Hause geschickt. Und ich bin dann nach Hause, habe mir das im Internet mal angeschaut, darüber gelesen und war mir klar, ich hätte 2 Tage vorher auch nach amerikanischen Richtlinien mit einem Arzt sprechen können. Ich hätte 2 Tage vorher mit meinem Anwalt sprechen können, ob ich diesen Test machen will. Und am Nachmittag haben sie mich angerufen und habe gesagt, ich komme. Und man hat mir dann ein Formular vorgelegt,
dass es mein Einverständnis ist. Es ging um einen sogenannten Clearance Management Test, wurde das verkauft. Clearance Management Test, was auch da immer das heißt. Aber toll, hört sich gut an. Man hat mir dann das Formular vorgelegt, also mein Einverständnis, da wusste ich, dass ich das ganz genau lesen musste und hatte jede Änderung natürlich initialisiert, die ich machte, hatte meine Medikamente draufgeschrieben, die ich nahm, das Valium und so weiter. Und von mir aus war dann klar, eigentlich müsste der Experte sagen, so nicht, oder? Ja. Also, aber Herr Elmer, ja? Zum Verständnis der Zuschauer, ja. Was ist denn geschehen, dass überhaupt dieser Test durchgeführt wurde? Wir hatten Probleme innerhalb von der Bank seit eigentlich 1998. Wir hatten zwei CEOs bis dorthin und auch bereits schon bis dorthin war das eine Art Wespennest, weil man hatte einen Konflikt zwischen den Expatriates und den Lokalen und da ging es um Lohn und wer verdient mehr und wer arbeitet weniger und was auch immer. Und dann im 98 hatten wir zwei CEOs. Der eine war war kurz vor der Pensionierung, der hatte sich nicht mehr groß dafür interessiert. Und dann der andere war dann, den mussten wir dann entlassen. Also ein Mitarbeiter kam zu mir in der Funktion als Compliance Officer und sagt, sie sei mit Champagner übergossen worden und sie würde gerne, wie das so läuft, oder? Und da habe ich ihr gesagt, schau an, ich stehe zu dir, wir bringen das an das Management. Wir haben das an das Management gebracht. Also ist das Sexual Harassment? Sexual Harassment. Das Management gebracht. Also sexuelle Belästigung. Genau, und dann wurde dann dieser Mann entlassen, mit einer gerechten Abfindung natürlich. Und da habe ich gesagt, zu den Mitarbeitern gesagt, so, jetzt gibt es noch eine Strafanzeige. Nein. Oh, kommt nicht in Frage, oder? Die Bank Julius Baer, Sexual Harassment, gibt es nicht. Gibt es einfach nicht, weil er wird totgeschwiegen und totgezahlt und was auch immer. Das war ein Aspekt, dann kam ein neuer CEO rein, der war ein Kemenier, da hatte ich eigentlich kein großes Problem damit, weil man hat mir zwar vorgeworfen, ich möchte seine Position, aber ich wusste, 4-5 Jahre bleibe ich dort und dann gehe ich. Also ich kann mich da nicht lebenslänglich für die Cayman Islands verpflichten. Dann kam durch das, dass er seine Leute reinbrachte und gab es Spannungen und im Jahr 2000 wurden dann ca. 40% der Leute ersetzt, also es war ein starkes Mobbing innerhalb der Bank und es gab auch Unstimmigkeiten, also es geht Richtung Fehler, natürlich, wenn die Leute kommen und gehen, das haben sie in einer Privatbank, darf das nicht geschehen, oder? Und das ist halt eben geschehen und da gab es auch Aktionen, die natürlich Richtung Sabotage gingen, das ist ganz klar, also das geht nicht Richtung Datendiebstahl, aber wie es heute ist, aber Sabotage. Und dann was darf man unter Sabotage verstehen? Man darf darunter verstehen, dass zum Beispiel ein Aktienregister versandt wurde nach Griechenland und dort kam es dann zur Polizei und da gab es eine Hausdurchsuchung. Aha. In Griechenland. Das hat schon Sabotagecharakter, aber zu diesem Zeitpunkt hatte der griechische Mann, der dort ist, ein Hedgefondsmanager, Probleme mit New York. Und wir waren ja die Depotbank von New York. Also es gab dort einen großen Streit. Es gab zeitweise auch Files, die verschwunden waren. Aber das macht natürlich Sinn, weil die Organisation war einfach nicht so weit. Also kann ich auch sagen, als CEO habe ich meinen Job nicht gemacht. Nun, das war der Bereich der Trust and Companies. Und das hat mich eigentlich nicht interessiert. Also hätte mich schon müssen in diesem Zeitpunkt. Aber hat mich nicht interessiert, weil ich habe dem Management vertraut. Ja, muss ich, ja. Meine Kollegen, oder? Ja, genau. Muss man ja eigentlich. Oder? Und dann fehlten dann irgendwann mal Files anscheinend. Und ich weiß nicht, ob die wieder hervorkamen. Aber ich habe von meiner Funktion her dann sogenannte Sicherheitszonen gebaut. Und wahrscheinlich war mein Fehler, dass ich genau dort, wo diese Trust-Files waren, in diesem Raum, habe ich meinen Zutritt als CEO, habe ich nicht zugelassen. Da war eine Überlegung dahinter. Oder? Ich wusste auch nicht, wie gut das unsere EDV arbeitet. Und jedes Mal, wenn ich an diesen Trust-Raum ranging und testete, weil der Test war für mich, die EDV funktioniert, wenn ich nicht reinkomme mit meinem Badge. Ja. Also Sie haben also durch Ihre eigene Person das Sicherheitssystem auf kontrolliert quasi. Ja, ganz klar, ja. Das wusste niemand, aber es gab natürlich. Und das hat dann zu Argwohn geführt und diesen Test ausgelöst. War das ja, das gab dann natürlich im Log des EDV das unberechtigte Zutritt Elmer. Also war ich natürlich in der Zielscheibe wahrscheinlich. Und das hat dann dazu geführt, dass es zum Lügendetektorentest kam. Und
Okay. Das war dann der Startpunkt. Mhm. Ja. Und was passiert dann nach diesem Test oder während des Tests? Wie lief das dann? Während des Tests, zuerst hatte ich das eben dieses Konsentform und ich hatte dann dieses Konsentform, also dieses Einverständnis, habe ich dann auch noch später über meinen Anwalt in den Cayman Islands verlangt, musste feststellen, dass der Satz, dass man diesen Test nicht als Entlassungsmittel gebrauchen kann, oder das Resultat aus dem Test raus, war gestrichen, nicht von mir initialisiert übrigens, also weil so etwas hätte ich nicht. Und der Test war dann sehr aggressiv vom Experten, also der beschuldigte mich und ich hätte sexuelle Kontakte mit meinen Mitarbeitern, habe ich nicht, bin glücklich verheiratet, habe eine Tochter und was auch immer, aber das ist die Schiene, der gekommen ist. Das sind ja auch Kontrollfragen, nicht? Genau. Glaube ich, so, genau. um ja. diese Lügen. Genau, auf dich aber haben wollen wir mal ehrlich. Ja. Es geht doch hier um Bankgeschäfte, um Seriosität, um Vertrauen, um Geld. Ja, das ist klar, dass ein solcher Test. Was ist der Sexualität? Ganz klar. Alle Spielereien. Ich bin dann, ich musste dann den Test unterbrechen aufgrund eines Rückens, bin dann bei dieser Firma Maples & Calder, das war das Anwaltsbüro, diesen Test durchgeführt habe, zum Raum raus und habe gesehen, das Management sitzt im Nebenraum, schaut über den Fernseher zu, was mit mir geschieht. Oder? Ja. Habe ich gedacht, was soll's? Also nicht das mit mir. Das ist natürlich ein absoluter Vertrauensbruch. Herr Elmer war ja Nummer zwei, nicht? Man muss es sehen, er war ja nicht irgendjemand dort auf Cayman. Nicht? Aber wenn ich mir das so anhöre, weißt du, was mir immer im Kopf hochkommt? Nein. Man hat einfach einen Schuldigen gesucht. Einen, den man jetzt nehmen kann, den man jetzt da verbrennen kann und nach draußen und aufhänge. Und das ist ja auch eine alte Geschichte. Ja. Man nimmt irgendeinen raus, der ist der Schuldige, alles andere wird untergedeckt, der wird fertig gemacht. Ja, ich war natürlich angeschlagen von meiner Gesundheit und der Experte, der hatte über 8000 Tests gemacht, hat er gesagt. Mhm. Und er hat mich natürlich dann provoziert und er hat gesagt, ich atme falsch. Ja, oder? Und dann kommt zu hören wir auf mit dem Scheiß, Entschuldigung, der Ausdruck, aber so war's und ich bin rausgelaufen. Ja. Und nächsten Tag habe ich dann ein Telefon bekommen vom CEO und hat dann gesagt, ja, ich soll diese Files retour geben, es würde meiner Familie besser gehen. Nee. Das war der gleiche CEO, der mir vorher, also Wochen vorher, sagte, es wäre vielleicht besser, wenn ich auf den Tauchgang gehe und nicht wiederkomme. Oder die Bank, zwei Wochen vorher, die Bank wolle mich draußen haben. Das war mir klar, die haben mich die haben mich drei Monate von meinem schweizerischen Arbeitsvertrag auf einen cayman-ischen Arbeitsvertrag gesetzt. Oder dass sie nach cayman-ischem Recht mir kündigen konnten. Nun, Maples & Calder, die Anwaltsfirma, sagte, in Cayman gibt es kein Recht über Lügendetektorentest. Also kann der Arbeitgeber jederzeit, sofort, unmittelbar diesen Test verlangen. Ja. Zum Glück hatte ich dann den Mut, sofort zum Anwalt zu gehen, weil ich wusste, am Wochenende habe ich den Anwalt nach Hause kommen lassen, weil ich wusste, dass jetzt wird es gefährlich. In Cayman Islands ist eben nicht die Schweiz. Da werden also auch Leute umgebracht. Also 2008 wurde ein Schweizer ins Auto gesetzt, niedergeschlagen, das Auto angezündet und er verbrannte. Niemand weiß, woher. Ich hatte einen Fahrradunfall, wurde wahrscheinlich angefahren, lag im Koma, bin wieder zurückgekommen. Ich habe mit der Polizei Fußball gespielt. Ich hatte natürlich die besten Informationsquellen. Also 5 Kilo Heroin aus dem Polizeisafe gestohlen von einem den nächsten Tag, als üblich. Also es ist eine andere Welt, die Cayman Islands. Das muss man sich ganz klar vorstellen. Also der Premierminister zum Beispiel, der war Verwaltungsrat einer Bank. Er wurde angeklagt wegen Geldwäscherei. Die Amerikaner hatten diese Bank geschlossen. Der Premierminister wurde natürlich freigesprochen, ganz klar. Oder? Wusste ja, niemand hat ihm erklärt, die Aufgaben eines Direktors sind. Und dann kam der englische Gouverneur glücklicherweise und sagte, solch einen Premierminister können wir nicht gebrauchen. Er ist dann zurückgetreten und zwei Jahre später wurde er wieder gewählt. Ich meine, er war der größte Investor innerhalb von Cayman Islands und ist heute noch und trägt einen hübschen Namen, McKeever Bush. Es tut mir leid, aber das muss man ja auch sagen. Herr Elmer, mich möchte noch etwas interessieren. Wir haben ja jetzt da gehört, dass das ein richtiges Haifischbecken ist. Eigentlich so, wie ich es mir vorgestellt habe, aufgrund des Romans von Grisham, nicht? The Firm, das spielt ja auch dort. Ne? Aber jetzt interessiert mich also ganz brennend, wie verhält sich denn das Headquarter in Zürich, dieser größten und ich meine einer der angesehensten Privat-
Banken, nicht? Ja. Wie verhält sich da das Management? Also, ich halte das mal in die Kamera, das ist besser. So. Also das ist Hans Beer, nicht? Der vor einem Jahr, also im Februar 11 verstorben ist. Ja. Das war ein ganz feiner Mensch noch. Absolut. Also ja, aber wie geht das? Bis 1998 wurde ich von Zürich gestützt in meinen Aufgaben und dann wurde das übergeben nach New York, dem CEO nach New York, der die Verantwortung für Cayman übernommen hatte. Cayman ist natürlich eine Cash Cow und das war auch für New York wichtig, dass er seine Zahlen so mit denen auch repräsentieren konnte. Das Management in Zürich hat sich jetzt zum Lügendetektorentest, obwohl das zwei Leute auch dort im Verwaltungsrat saßen, hat gegen mich gestimmt, weil der CEO, ich hatte immer Probleme mit dem New Yorker CEO, es tut mir leid, vielleicht habe ich auch seinen Freund da mit diesem ganzen sexuellen Harassment. Okay. Und ich war bereits schon 1994 sehr deutlich, nach dem ersten Besuch in Cayman Islands habe ich halt geschrieben, was ich denke und was ich sehe. Und er hatte schon dort das Depotgeschäft von den Fonds in New York und war natürlich betupft. Das ist klar, verstehe ich auch. Und ich bin halt nicht jemand, der auf dem Mund sitzt. Also ich meine, die Familie Bär oder Rudolf Bär hat mich qualifiziert. Ich bin ein super Typ, also in allen Bereichen, aber ein kritischer Denker. In meinem Arbeitszeugnis. Ja, aber das ist schon ein halbes Todesurteil in einer Bank. Sehr wahrscheinlich. Wenn wir jetzt mal einen Zeitsprung machen, sind eigentlich genau die Dinge, die der Rudolf angesprochen hat damals, sind heute das größte Problem für die Schweiz. Ja, genau, es kommt noch besser. Dinge, es kommt noch besser. Ja. Wie ging es dann weiter nach dieser ganzen Thematik Lügendetektortest? Ja, mir wurde dann am 16. Dezember gekündigt. Weil wir sind dann sofort in die Schweiz zurückgereist, weil ich hatte eine große Angst, dass etwas mit der Familie geschehen könnte in den Cayman Islands. Und zum Glück hatten wir die Ferien. Ich bin dann nach Zürich gekommen, bin zum Arzt und der Arzt hatte mir dann ganz klar gesagt, wir müssen operieren, wir können nichts machen. Habe mich noch mehr unter Valium gesetzt, bin 23 Stunden am Tag gesessen, da habe ich hingelacht in die Welt raus, oder? War aber schön natürlich. Aber zwischendurch natürlich auch recht Schmerzanfälle. Aber was auch immer, ich wurde im Januar operiert. Nach der Operation gab es dann noch ein Gespräch mit Julius Bär in Zürich oder zum Thema Entlassung. Also wir wurden 3 Monate bezahlt und das wäre es dann gewesen. Oder? Und ich hatte noch 30.000 US-Dollar bezahlen müssen für medizinische Fälle in Miami. Die waren eigentlich versichert gewesen über Julius Bär Cayman mit einer Versicherungsgesellschaft in den Cayman Islands. Diese Gesellschaft ging bankrott. Also diese 30.000 Dollar habe ich bis heute noch nicht gesehen. Nein. Obwohl dass der CEO mir das versprochen hat, es werde bezahlt. Ist mir schon klar, man sagt jetzt, ich habe es nicht genau nachgewiesen. Aber ich kann Ihnen sagen, der Nachweis, also als Wirtschaftsprüfer, ganz klar mit jedem Beleg und was auch immer. Aber was soll's, das war einfach Erpressungspotenzial auch gegen mich. Eine klassische Geschichte, die also, ich immer wieder höre. Und dann bei dem Gespräch, das ging, wollte man von mir nichts mehr. Die hat das alles bestätigt, das sei so mit der Entlassung. Und am Schluss kam der Chef des Human Resources zu mir und sagte, wenn ich die Bank vor den Richter bringe, dann machen Sie mich fertig. Vor den Richter? Vor den Richter. Machen Sie mich fertig. Und diese Information war für mich der nächste Vertrauensbruch, den ich hatte. Mhm. So nicht mit mir. Und hatte natürlich die Operation. Ja, das ist natürlich die Bank, da muss ich sagen, das ist in der Schweiz so. Sind doch nicht so. In Chicago. Das Recht hört natürlich auf der Schwelle der Bank auf. Haben wir es je erlebt, dass in einer Bank eine Hausdurchsuchung stattgefunden hat? Wüsste ich jetzt nicht. Einzig die Bank von Hollenweger, das wäre die einzige. Ja, genau. Aber bei Julius Bär. Bei dieser Herstadtbank-Pleite seinerzeit in Deutschland. Ja, aber sagen wir jetzt in der Schweiz, bleiben mal bei der Schweiz. Nicht? Wüsste ich also, jetzt nein, nicht. Das ist also sakrosankt. Ja. Und das ist das Gleiche in der Pharma. Hätten wir je gehört, dass in der Pharmaindustrie eine Hausdurchsuchung? Nein, das wird alles alarmiabel geregelt. Also das Recht als Zugriff, als Strafrecht hört bei diesen Machtpotenzialen auf. Aber wenn jetzt doch, weißt du,
jemand, das ist natürlich der, klar, nicht? Genau, diese so einen Drohung. Gerechtigkeitssinn hat und ganz klar sagt, ich will nicht gegen Gesetze verstoßen, vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich. Und wie gesagt, wenn du morgen Geld nicht bezahlst, wirst du betrieben und was weiß immer, wenn du mit der Steuer irgendwas machst, wirst du irgendwann wegen Steuerhinterziehung verknackt und so weiter. Und jeder sagt, du nur ordentlich zahle, folge den ordentlichen Gesetzen. Und das ist ja immer das, wo ich die Gefahr sehe, dass immer mehr Bürger sagen, Moment mal, was soll das sein? Wieso muss nur ich dem Gesetz folgen? Aber hier scheinen in Anführungszeichen die Großkopfete können machen, was sie wollen. Ja. Das kann ja nicht zu einem gesunden Rechtsverständnis führen. Aber jetzt sehen wir natürlich etwas sehr Wesentliches an diesem Beispiel von Herrn Elmer. Es wird ja immer in der öffentlichen Diskussion gesagt, ja, wir müssen den Whistleblower müssen wir schützen, wir müssen Meldestellen schaffen. Ich meine, eine solche Meldestelle intern, die erste Meldestelle eigentlich, war er ja selber in seiner Funktion als Compliance Officer. Aber was ist eingetreten, als er als kritischer Denker sich gerierte und Fragen stellte und nicht alles mehr absegnete, da wurde er rausgemobbt mit diesem Lügendetektortest. Nicht? Ich meine, das ist ja eine ganz hässliche Geschichte, die in der Schweiz natürlich gar nicht zulässig gewesen wäre, nach USA-Recht aufgrund des Ablaufs, wie er das dargestellt hat. Auch nicht. Aber in Gaming geht das nicht. Ja. Also das zeigt natürlich, dass all diese Forderungen nach interner Kontrolle nicht operabel sind, die funktionieren nicht. Ja, was ich aber auch nicht verstehe, wenn man doch so lang bei so einer Bank ist und jetzt sage ich mal gleich, wie die Gründe laufen, warum man sich von jemand trennen will. Vorher hast du gesagt, der leitende Manager, der da in diese sexuellen Handlungen verstrickt war, der hat noch eine kräftige Abfindung bekommen. Klar. Und ich wollte mir dann mit 3 Monatsgehälter sagen, Dankeschön, Wiedersehen. Genau. Und so. Ich meine, ein Mensch, der sich doch so für diese Dinge einsetzt, der hingeht und seinen CEO, seine Bankzentrale warnt vor diesen Dingen, weil es klar ist, irgendwann kommt das ans Licht, da gibt es ein Riesentheater. Warum erkennt denn eine Bank nicht, dass sie eher da gucken muss und gucken, dass es solche Leute fördert? Oder sind wir schon so auf das Thema Profit und Millionen und Abermillionen zu horten, dass wir die Realität nicht mehr sehen? Ja, ich glaube, das hat dann die nächste Aktion von meiner Seite eigentlich an den Tag gebracht. Ich habe diese CDs, weil ich war ja Beauftragter, die Hurrikansicherungen zu machen und täglich ein Tape nach Hause zu nehmen und am Morgen wieder zu bringen, falls die Bank abbrennt. Von diesen hatte ich noch. Ich habe die vergessen zurückzugeben. Ich habe das gar nicht professionell irgendwo versucht, etwas zu verkaufen oder mit dem etwas zu machen. Oder? Und ich habe mir dann die angeschaut, diese CD, und bin dann in diesen Trust and Company Bereich reingekommen und habe mir dort die Memos angeschaut, ich habe die internen Notizen angeschaut, wie das Ganze funktioniert, und da musste ich halt sehen, dass Management von Zürich unterschreibt für Drogenhändler, Massenmörder, Betrüger, verurteilte Leute. Da ist mir dann schon klar geworden, dass Zürich mit mir nichts mehr will zu tun haben. Sie müssen sich vorstellen, ich bin in den Cayman Islands, ich fliege durch die USA durch, regelmäßig, oder? Alle 2-3 Monate sicher in den USA. Wenn die davon irgendwo spitz bekommen hätten, dass wir gesagt haben, es macht keinen Sinn, diese amerikanische Gesellschaft in den Trust reinzubringen, sonst würden die Amerikaner sehen, was da ein Cayman Trust ist für diesen Amerikaner. Da war dann mehr der Zapfen ab. Dann sagte ich, nein. Du hast aber nie probiert, aus diesen Daten, die du in deiner Verfügung hattest, Geld zu schlagen. Oder heute, wie man das hört, ständig verkauft einer irgendwelche CDs mit irgendwelchen Daten an irgendein Land. Ja. Wie war das bei dir? Hast du das versucht zu veräußern? Ich bin froh darüber heute, dass ich das nie versucht habe und nie jemand angegangen bin. Ich bin angegangen worden bereits schon 2003 von Griechenland, von einem griechischen Hedgefondsmanager, der Julius Baer eingeklagt hat in New York für über 20 Millionen US-Dollar. Der hat mit mir Kontakt aufgenommen und wollte, dass ich ihm helfe. Und das war noch nicht bekannt, dass Daten dort wären, aber er hat mir gesagt, ich bekomme einen riesen Chunk von Money, wenn er diesen Fall gewinnt. Und er hätte diesen Fall gewonnen mit diesen Daten, das kann ich sagen. Bin ich der Meinung, aber
Nein, ich finde, das wäre dann genau der Schritt, wenn ich diese Daten verkaufe, dass ich selber wieder zum wirklichen Kriminellen werde. Weil bis zu einem gewissen Grad war ich das natürlich schon in den ersten Jahren 94 bis 2000. Ich wusste, um was es ging, und das kann ich auch nicht verneinen. Ich sage immer, man hat Familie, man hat jahrelang Karriere gemacht, man ist in einem System drin. Ich weiß da, wovon ich spreche, ich kenne das ähnlich. Du siehst es erstmal nicht, und das Gewissen ist ja was so langsam von hinten immer wieder klappt. Und so. Ja. Das ist ein Prozess. Ja. Bevor wir aber jetzt über den Fall weitersprechen, wir müssen gleich in eine kurze Werbepause gehen. Ja. Nach der Werbepause werden wir die Möglichkeit den Menschen schaffen, dass sie über OrkiTalk, über unsere Mumble-Software direkt Fragen stellen können. Wir werden im ersten Teil noch das End der Story, da kommen ja die Highlights, kommen ja erst noch, nochmal genau besprechen und dann mal hören, was die Zuschauer von Roll und wissen wollen. Wir sehen uns gleich nach der Werbung. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns sind. Nach wenigen Minuten sind wir zurück. Wir sind wieder zurück bei timetodo.ch. Heute am Freitag unser Thema Recht und Unrecht. Bei mir Dr. Peter Zielmann und Rainer Elmer. Nochmal herzlich willkommen im Studio. Sie sehen hinter mir, liebe Zuschauer, hat sich ein bisschen etwas geändert. Es steht nicht nur Time to Do da. Ab diesem Moment können die Zuhörer, die über OrkiTalk sich zugeschaltet haben und die Sendung verfolgen, ihre Fragen stellen. Wir wollen in der nächsten Viertelstunde uns noch das in Anführungszeichen hier schlimme Ende des Themas anhören. Ich meine, heute ist er froh, dass er da sitzt. Aber es gab auch noch ein paar herbe Rückschläge in dieser Thematik, die das Leben von Rainer Elmer ganz arg durcheinander gebracht haben. Und die Zuschauer können dann auch die Fragen stellen, wenn sie etwas rechtlich wissen wollen. Dafür ist Dr. Peter Zielmann da, um diesen Hintergrund zu beleuchten. Komme ich erst noch mal zurück zu dir, Rudolf. Als dieses Thema Schweiz, Zurückkehr und so weiter dann anstand, wie ging die Geschichte dann weiter? Hast du dann, die Daten, wissen wir, hast du nie verkauft, die sind immer bei dir geblieben. Richtig. Durch die Daten konntest du dann sehen, auf welche Art und Weise die ganzen Geldgeschäfte da abliefern. Was ist als nächstes passiert? Ja, also auf welche Art und Weise die Geldgeschäfte abliefen im Bereich Trust and Companies, das hat mich dann wirklich schockiert. Nun, ich hatte diese Drohungen. Und ich hatte Angst, es könnte was geschehen, weil das gab es in den Cayman Islands und vielleicht hätte es auch in der Schweiz geschehen können. Ich habe zwar nicht daran geglaubt, aber ich hatte diese Angst. Ich wusste, ich musste mich verteidigen. Ich hatte eine Verteidigungsstrategie, ganz klar. Und da habe ich wahrscheinlich einen gewaltigen Fehler gemacht. Ich habe den Kunden gesagt und geschrieben, sie sollen aufhören mit der Steuerhinterziehung. Nun, was geschieht in einem solchen Fall? Die Kunden gehen zur Bank und sagen, da schreibt uns einer, oder? Und das hatten sie dann relativ schnell herausgefunden, dass das der Elmer war, natürlich, oder? Und hatten dann versucht, auf mich Einfluss zu nehmen. Und das ging ganz subtil, oder? Da gab es dann verschiedene Eskalationsstufen. Und die erste Eskalationsstufe war, dass man... ich habe dort eine neue Arbeit gefunden bei der Nobelgruppe, dass man zwei Sekretärinnen von mir abgefangen hatte und auf dem Computer mein Bild zeigte und sagte, ja, dieser Mann werde gesucht. Das waren zwei Leute von der Straße, dieser Mann werde gesucht. Nun, die beiden Sekretärinnen natürlich erschrocken und gingen zum CEO und der CEO sagte, kam zu mir und sagt, was ist los, oder? Du wirst gesucht. Ich sagte, ja, ich habe in Cayman Islands gearbeitet, aber ich kann mir nicht vorstellen, und habe das noch ein bisschen in das Lächerliche gezogen. Ich habe keine unehelichen Kinder oder es gibt eine Verwechslung oder was auch immer. Oder? Dann ging das weiter und diese Leute standen an der Bahnhofstraße gegenüber unserer Straße und schauten rauf in mein Büro. Und Büro der Sekretärin im ersten, zweiten Stock waren dort, markierten Präsenz. Bis das ganze Haus eigentlich sich bewusst wurde, dass da zwei Leute drunten stehen. Oder? Und die sind dann mit der Zeit am Mittagessen mir gefolgt, sie sind dann den Sekretärinnen auf die Post gefolgt und hatten in die Briefe reingeschaut, was da läuft. Die Sekretärin war natürlich erschrocken, wollten nicht mehr unbegleitet zur Post gehen. Ich bin zum Mittagessen, wusste genau, man kannte dann die Typen mit der Zeit.
Und die verfolgten mich in Zürich. Ich habe dann versucht, diese noch ein bisschen abzuschütteln, in die Migros rein und hinten raus und solche Spiele, oder? Wo ein richtiger Versteck und Fang ist und weiß nicht, was für Spiel. Aber das war für mich dann schon der Punkt, ich konnte das fast nicht glauben. Ich fragte, was geht ab? Das heißt, in der Schweiz. Man hat dir nicht offiziell was vorgeworfen, also sagen, ich hatte Anzeige, nein, kriegst eine Vorladung von der Polizei und so weiter. Nein. Man hat einfach versucht, auf diffizile Methoden dieses Angstspektrum hochzuspielen und so weiter. Also in mir gab es natürlich Angst und ich war hilflos. Und dann haben wir die Polizei eingeschaltet, die Polizei soll vorbeikommen, der Quartierpolizist kam vorbei. Die haben dann Personenkontrollen gemacht bei diesen Leuten, sagten, ja, die haben Ausweis, was soll's. Sie waren aus Deutschland. Deutscher BMW, Konstanz übrigens, und es sei nichts. Und dann haben wir der Polizei gesagt, ja, wir müssen unsere Sicherheit hier am Geschäft erhöhen. Die Polizei hat das dann angeschaut, beim Eintritt in das Gebäude und auch in das Büro, was wir da machen konnten, haben wir natürlich auch installiert. Und dann hat sich das weiter eskaliert, dann sind sie mir nach Hause gefolgt, auf dem Weg nach Hause. Zu Hause waren sie dann, und das ist Freienbach, 250 Personen leben in diesem Freienbach, kleines Dorf, wir waren in einer Sackgasse. Die markierten Präsenz auf dem Parkplatz, auf dem Schulhausparkplatz, sodass wir beim Nachtessen aus dem Küchenfenster ihren Wagen sehen konnten. Und meine Frau stellte natürlich fest, dass ich unruhig wurde und versuchte mich zu wehren, aber nicht konnte, und wir Strategien suchten. Aber die einzige Strategie war, den Küchenvorhang zu ziehen und dann ruhig nachtessen und dann zu Bett gehen. Und das hat sich dann weiter eskaliert. Also schlussendlich hat sich herausgestellt, dass bis 11 Detektive mich am Tag verfolgten. Natürlich nicht jederzeit, sondern mal 2 Wochen nicht, dann wieder 3 Wochen on. Die Nachbarn haben sich beschwert bei der Polizei. Was läuft da ab? Oder die Polizei sagt, ja, wir wissen, was da ist, wird einer kontrolliert, wir wissen, was da läuft. Und das soll weiter so gehen. Das heißt, das Ganze ist dann hat sich noch weiter eskaliert. Es gab dann meine Frau wollte mich abholen in Zürich. Ich bin aber bereits schon auf dem Hauseweg gewesen. Und sie ruft mich an aus Zürich und sagt, es fährt ein Wagen hinter ihr her. Wir wussten den Wagen, wir kannten die Wagen schon, oder? Und dann sage ich, so, jetzt müssen wir die Polizei noch mal einschalten. Und ich habe dann Zürich angerufen und gesagt, meine Frau werde verfolgt. Und die Polizei hat dann über das Handy meine Frau angerufen und dann ist man hat man gesagt, sie müssen auf die Autobahn Richtung normaler Heimweg fahren. Und bei Herlisberg musste dann meine Frau, Sie müssen sich vorstellen, meine Frau mit der Mutter und 2 Kleinkinder im Auto und dieser Wagen fährt hinterher auf der Autobahn. Meine Frau realisiert das. Die Polizei sagt, wir können nicht, wir kommen erst, wir sind unterwegs. Oder? In Herlisberg wurde dann meiner Frau gesagt, sie solle rausfahren. Sie ist dann rausgefahren und dann wurde der betreffende Verfolger dann von der Polizei gestellt. Er wurde untersucht. Man ging zu meiner Frau und sagte, ja, er habe keine Waffen gehabt, da können wir nichts machen. Aber man wisse, es sei die Riffel AG Zürich, oder? Dahinter. Wer ist das? Die Riffel AG Zürich. Riffel. Das ist ein Detektivbüro. Detektiv, genau. Okay. Und Sie können sich vorstellen, ich war in Zürich, in Freienbach bei der Polizei, weil die Polizei kam auch dorthin. Ich stand neben diesem Wagen beim Polizeifunk. Oder? Und ich glaube, das ist das einzige Mal in meinem Leben, wo ich feststelle, dass mein Körper wirklich so kam. Und hätte ich diesen Typ bekommen, ich hatte weißen Schaum vor dem Mund, hat mir der Polizist gesagt, ich hätte den wahrscheinlich, ich weiß nicht was, aber er hätte sicher nicht mehr gut geschlafen für eine längere Zeit. Nun, ich war richtig. Und kann man verstehen. Kann man verstehen, ganz normale Mutter, Kinder und alles, das ist alles so nicht. Das versucht der Herr, richtig in den Wahnsinn zu treiben, muss man da sagen. Ja, und es ist noch nicht fertig, es geht noch weiter, Sie können sich das gar nicht vorstellen. Wir haben in einer Sackgasse gewohnt, das zweithinterste Haus. Dann kam der deutsche BMW zwischen 21 und 22 Uhr, fuhr er dort rein mit Vollgas, mehr oder weniger, oder vielleicht 80, 90 Kilometer, auf die Bremse vor unserem Haus, oder? Dann quietscht es. Sie können vorstellen, die Nachbarn ans Fenster, meine Tochter zum Bett raus, oder? Und immer. Und ich bin dann so weit gekommen, dass ich gesagt habe, so, jetzt baue ich mir ein Nagelbrett, lege ins Gas und warte, bis die Dinge kommen. Und dann habe ich dann richtig festgestellt, dass mein Kopf verändert sich. Meine Tochter kam dann zu mir, ich am Nagelbrett am Boden wartend, oder? Sagt sie mir, Papa, was machst du da? Habe ich gesagt, ja.
Jetzt. Gute Frage. Aber nun, das war ein Ereignis. Es ging noch weiter. Sie können sich nicht vorstellen, dass diese Leute die verdammte Frechheit hatten, meine Tochter, sechsjähriges Kind, Schokoladeapfel aus dem Auto aus zu offerieren. Nein. Meine Tochter wollte nicht mehr in den Kindergarten, sie verweigerte es. Im Kindergarten wusste man, dass diese Typen draußen stehen. Meine Frau musste das Kind abholen und in den Kindergarten bringen, weil die Angst da war. Meine Tochter zeichnete ein Bild, in dem sie sich im Sarg zeichnet und sagt, das werden die Männer mir antun. Ich kochte, kann ich Ihnen sagen. Und die Polizei war sich dessen bewusst, also in Pfäffikon sowohl als auch in Zürich, was da lief. Nur, man hat über 2 Jahre hinweg zugeschaut, nichts unternommen. Nur zugeschaut. Also für mich die Polizei, was da dein Freund und Helfer ist. Also Sie hätten können theoretisch den Leuten ein Rayonverbot erteilen und sagen, hier möchten wir Sie nicht mehr sehen, verlassen Sie die Stadt. Das ist ja möglich, das machen Sie ja mit jedem anderen auch, auf jedem Bahnhofsvorplatz, wenn du nicht gefährlich bist. Nein. Im Gegenteil, die kamen und sagten mir, ich soll den Arbeitsweg wechseln. Ich habe 4 verschiedene Arbeitswege gehabt, über Freienbach nach Enge, dann über Rapperswil nach Zürich. Ich musste meine Wege verändern, musste meine Arbeitszeit verändern. Die wussten, was läuft. Aber meine Handlungsfähigkeit war massiv eingeschränkt worden als Person. Was wollte man denn dadurch bewirken? Weil dich zu überprüfen ist ja ein Witz, das ist ja Unsinn. Nein, die Sache war für mich eigentlich, was ich heute sehe, die wollten mich in den Wahnsinn treiben und dass ich wahrscheinlich irgendwo Gewalt anwende. Und dann wäre das Spiel ausgewiesen. Dann wäre ich dort absolut versorgt. Ja. Genau. Das klassische Prinzip. Ja. Und Sie haben es ja fast geschafft. Wir wissen ja, wie viel Geld aufgewendet worden ist. Ja, das ist noch spannend. Ich wurde dann etwa 2004 eingeladen vom ersten Juristen der Bank und der sagte mir, ich solle nicht mehr anschreiben. Sie haben die besseren Beziehungen zu den Behörden als ich. Ich habe dort zwischendurch mit der eigenen Steuerverwaltung gesprochen und habe gesagt, könnt ihr mich schützen, ich bringe euch Daten. Es geht um Schweizer, es geht um 100 Millionen mindestens, oder, was sie da rein haben. Das interessiert doch jetzt nicht mehr. Das interessierte keinen Schwanz. Oder? Es ging einfach darum... Um das nochmal für mich begreiflich zu machen, ich bin jetzt in dem ganzen Geschäft so drin, du hättest mit diesen Daten, die dir noch zur Verfügung standen, aus deinem ganzen Arbeit als Sicherheitsthema dort, hättest du können letztendlich den Behörden sagen, guck mal, da gibt es einen Haufen Geld, was da auf dunklen Wegen irgendwo hinfließt, nicht versteuert, was auch immer. Ja, ich absolut. Das wäre absolut. Also das, was heute alle in der Öffentlichkeit schreien. Ich habe natürlich reagiert, oder? Ich habe dann 2004 diese CD anonym zugestellt. Der eigenen Steuerverwaltung, der kantonalen Steuerverwaltung, das habe ich gemacht. Das war schon ein Schutzgau für die Bank. Weil ich keinen Schutz bekomme. Schon aber dann hat mir der erste Rechtsanwalt der Bank gesagt, wir sprechen von 2004 Mitte, wir haben für Sie bis heute 1 Million Schweizer Franken für die Überwachung ausgegeben. 1 Million für die Überwachung? Wir sind 2004. Mitte 2004. Aber für ihn hatten Sie nur 3 Monats... Jetzt mal unter uns hört uns als ja keiner Abfindung, zu. Nicht? Nach 16. Da muss ich sagen, also der das entschieden hat bei der Bank, den sollten wir auch gleich in den Ruhestand schicken. Wäre der klug gewesen, hätte er gesagt, Herr Elmer, was wollen Sie von uns? Lass den Mund halten, 5 Millionen, danke, tschüss, wäre das erledigt gewesen. Aber so dumm zu sein und diese Machtspiele zu treiben, ich muss sagen, hoffentlich sind das die Dinge heute, die solchen Leuten das Genick brechen, weil das ist übel und menschenunwürdig, was da passiert ist. Ja, ich denke, das ist eigentlich auch geschehen bei diesem Mann, denke ich. Er hat mich dann kurz 2005 angerufen und dass der CEO der Bank hat mich angerufen, der möchte noch einmal über die Cayman-Sache verhandeln. Dann habe ich gesagt, ja, kein Problem, ich bin bereit darüber zu besprechen, aber ich würde gerne wissen, wer diese Privatdetektive bezahlt, die mir das Leben so schwer macht. Mhm. Da sagte der CEO, er wisse von nichts. Aha. Ich wusste das schon lange, oder? Also habe ich gesagt, lieber, da wird gelogen, dann müssen wir gar nicht mit einer Verhandlung beginnen. So geht es nicht mit mir. Und also haben es weggelogen. Doch. Ja, genau. Wie war dann letztendlich, was folgte dann juristisch? Ich meine, man versucht natürlich erst, und dieser Weg, den haben wir jetzt ja schon in einigen Sendungen gesehen, erst jemand finanziell in die Ecke zu treiben, dann ihn durch Maßnahmen versuchen rauszulocken, dass er gewalttätig oder irgendwo gegen sich Gewalt androht, dann in die Psychiatrie und dann eindosen. Ja. So.
Jetzt hat es bei dir ja soweit nicht geklappt. Was hat denn die juristische Geschichte, gab es da irgendwas? Also was geschehen ist, ich bin dann nach 27. September 2005 zur Arbeit. Dann bekam ich den Anruf des Polizisten. Der sagte mir, ich müsse sofort nach Hause kommen, meiner Tochter sei etwas geschehen. Ein Polizist, der verantwortlich war für die Hausdurchsuchung. Okay. Ich bin am 27. nach Hause und da waren dann die Polizei, haben mich festgenommen. Ich hatte die Stimme meiner Tochter gehört, alles war bestens. Wissen Sie, diese Hausdurchsuchung, diese Verhaftung war für mich, was soll's. Meine Aber Tochter Sie wollten sicher sein, dass der Herr Elmer heimkommt und haben zu diesem schändlichen Mittel gegriffen, den Vater. Was sind das für Leute? Es geht da noch weiter. Lügen und betrügen und meinen Sie, werden dieses Recht verhindern? Ganz widerlich. Das und ich bin dann in diesem, Gefängnis gewesen und die ersten 4 Tage, muss ich sagen, waren für mich die schönsten Zeiten seit 3 Jahren. Ich hatte 4 Wände um mich, keine Bedrohung. Ich war nicht sicher, was mit meiner Familie geschieht, aber die 4 Wände um mich, die hatten mich geschützt. Am 3. Tag bekomme ich vom Haftrichter einen Brief. Der Haftrichter, das muss man sagen, das darf man gar nicht weglassen, hieß Dr. Zweifel. Mhm. Und der hat dann schöner Name als Jurist. Und der hatte dann geschrieben, ja, meine Ehefrau Ranita Kamusami habe gegen mich belastende Aussagen gemacht und die Untersuchungshaft werde verlängert. Da habe ich dann gedacht, jetzt wo bin ich hier? Also bin ich wirklich in einem Affenhaus, oder? Das war nicht Ihre Ehefrau? Nein, ich kannte die Dame nicht einmal. Das ist unglaublich. Keine Ahnung. So unglaublich. Peter, jetzt muss ich was fragen. Aber du warst ja selber Präsident des Zivilgerichts. Ja. Also ich meine, wir haben doch alle eigentlich Respekt vor dem Recht und Respekt vor der Justiz. Ja. Aber zu viel, viel zu viel. Ja, wenn ich so Sachen jeden Tag höre. Wir sollten den Respekt abbauen und mal wahrnehmen, was sich da ereignet. Mal hinhören, hinsehen und den Menschen Glauben schenken. Wobei ich habe dem Herrn Elmer, den ich vorher nicht gekannt habe, ich muss sagen, ich habe auch das ganze Whistleblowing habe ich nicht mehr verfolgt, weil ich bin nicht mehr so interessiert an den Day-to-Day-Vorträgen. Aber ich habe dann gesagt, Herr Elmer, kommen Sie mal. Er hat sich für meine Bücher interessiert. Da habe ich gedacht, das ist doch ein Mensch, der auch noch liest, der nicht nur sein Problem sieht, sondern auch sich noch informieren will, was mit Sache dem ganzen ist. Thema beschäftigt, und ich habe ihm gesagt, ich stehe diesen Whistleblower sehr kritisch gegenüber und hat er gesagt, ja, das ist gut. Und dann habe ich gesehen, das ist etwas Besonderes. Und ich habe nicht gesagt, bringen Sie mir Akten, aber er kam mit den Akten. Und da war ich sehr froh, denn das mit der Million, dass die Bank Bär eine solche Schweinerei anrichtet, das hielt ich nicht für möglich. Und dann habe ich die Einvernahmen gesehen. Denn nach vielen, vielen Jahren konnte der Herr Elmer mit juristischen Mitteln doch so weit die Justiz in Galopp oder in Trab versetzen, in langsamen Trab ist das richtige Bild, absolut, dass sie dann doch immerhin sogar diese Bärenfamilie, nicht? Es gibt eine ganze Reihe von diesen Bären, die wurden einvernommen. Und das ist jetzt interessant mal zu sehen. Diese Antworten gleichen natürlich genau den Antworten, die wir von der Mafia kennen. Sie sagten, ja, wir wissen das nicht, da müssten wir den Juristen fragen, wie viel hat man da ausgegeben, ja, da müssten Sie in der Buchhaltung nachsehen, ja, wussten Sie das, ja, wir haben da mal darüber gesprochen, aber da müssen Sie den Chefjuristen fragen und so weiter. Aber die Justiz hat dann doch durchgefragt und durchgegriffen und es kam heraus, dass diese Privatdetektei beauftragt haben, die Familie Elmer da quasi zu terrorisieren. Wobei das haben die natürlich nicht so gesagt. Sie haben mir gesagt, wir wollten nur ihn ganz still und leise überwachen. Wobei das dann auf der unteren Ebene, also nicht in der Bärenfamilie, nicht, die hatten sich natürlich da raushalten können. Man sieht natürlich da auch an die Soldaten. Da können sie nichts ausrichten auf dieser Ebene. Das ist klar. Die wissen nichts, die hören nichts. Aber jetzt haben wir gehört. Die sagen nichts. Ja, sie haben ihn jetzt verhaftet, aber warum? Drohung
und etc. Ja, nein, also Haftgrund wäre... Warum hat man dich denn... Ja, Strafgrund war schlussendlich Bankgeheimnisverletzung. Also, ja, also als Jurist muss ich sagen, Haftgrund kann also nur... Du hättest das Bankgeheimnis verletzt. Ja, also vielleicht müssen wir auf den Juristen hören. Ja, nein, also nein, das ist schon richtig. Ich meine, nur, also das ist vielleicht etwas formell, aber Haftgrund ist nie das Verbrechen. Also ich meine, da muss einfach ein Verdacht bestehen, ein dringender Verdacht sogar. Das ist, offenbar, das haben wir jetzt gehört, diese Bankgeheimnisverletzung. Da kann man sich natürlich fragen, ja, ist das ein Grund zur Haft? Ja, erstens war das, ne? Da war der Mann in der Schweiz, hat einen festen Wohnsitz, hat Familie und alles da. Ja, alles und jetzt kommt der eigentliche Haftgrund, und das ist ja praktisch Kollisionsgefahr, also diese Verdunkelungsgefahr oder Fluchtgefahr. Ich meine, Fluchtgefahr, was heißt das für einen internationalen Manager? Jeder kann heute fliehen. Das ist ein dummes Zeug. Nicht? Ja. Das ist aus dem 19. Jahrhundert, diese Konzepte. Da kann man ja jeden einbuchten, der nicht gerade, sagen wir, in einem Rollstuhl sitzt und tetraplegiker ist. Kann. Nicht? Genau, also ich meine, das muss man mal einmal sehen. Das ist eigentlich... dummes Zeug der Juristen. Die Juristen natürlich, die geben mal die Gesetze vor, aber diejenigen, die sie anwenden, die sollten das ja mit Maß und auch mit einer Einfühlung machen, nicht? Und das fehlt natürlich. Ich meine, Fluchtgefahr, Kollusionsgefahr, dabei hatten sie ja alle Zwangsmittel angewandt, sie haben Hausdurchsuchung. Er hat die Daten an die Steuerverwaltung geschickt. Richtig, also sie waren in Staatshänden. Sie waren in Staatshänden, ja klar. Aber das ist ein Super-GAU, nicht? Und die wurden dann auch gar nicht geöffnet, nicht? Ja. Da hat man wieder das Recht durchexerziert und hat gesagt, ja, das ist das Bankgeheimnis. Und diese Daten sind ja hier unrechtmäßig. Wir dürfen die gar nicht anschauen. Ja, dann dürfte ja auch nie jemand ermitteln wegen Steuerhinterziehung. Ja, also, jetzt kommen wir natürlich auf diese Problematik. Das entschieden hat, ist nicht die Oberstaatsanwaltschaft, das ist die Steuerrekurskommission 2 von Zürich. Die Steuerrekurskommission von 2 von Zürich will kein Geld mehr einholen. Wow, das sie hat sich formell an das Recht gehalten. Nicht? Es ist natürlich so, wenn es einem in den Kram passt, wenn es mit dem Machtkartell im Einklang ist, dann hat man sehr gern das formelle Recht, sagt, ja, wir haben das Bankgeheimnis. Bankgeheimnis wird nur aufgehoben bei Steuerbetrug. Um Steuerbetrug haben wir da keinen Hinweis. Wir wissen, diese Daten, die sind abhanden gekommen, also irgendwie illegal im Besitz der Behörde. Wir dürfen das gar nicht öffnen. Wie lange warst du dann im Gefängnis? Ich bin dort 30 Tage im Gefängnis gewesen. Nach 30 Tagen hat man mich entlassen. Und ich musste natürlich sofort zum Psychologen, weil ich hatte eine posttraumatische Belastungsstörung, und der hat mir dann sehr viel geholfen. Da gingen die Untersuchungen und Befragungen weiter, und man hat mir auch während den Untersuchungen, also bei den Befragungen, gedroht, also ich sei psychisch krank, man könne meine Waffen einstampfen. Was sind das für Waffen? Das sind zwei Offizierswaffen, die ich hatte von der Schweizer Armee. Und dann kam nur um das ein wenig klarzustellen. Legal. Und dann kam dann die Bank und hat mit meiner Anwältin angesprochen, man möchte gerne verhandeln, das Thema lösen, und man kam dann auf einen Betrag und sagte dann, ja, dieser Betrag werde über 3 Jahre bezahlt, monatlich, und am Schluss noch ein großes Geschenk. Und dann, wenn ich da vereinbare, dann würde der Anwalt die Staatsanwältin schon dazu bringen, dass die ganze Sache gebündelt und archiviert werde. Nun, ich hatte das Glück, dass ich mir vertraute, eine neue Arbeitsstelle suchte, Glück hatte, dass ich in Mauritius einen Job fand, und ich mir treu blieb eigentlich meinem Gewissen, was ich bis dahin gemacht habe und weitermachen konnte. Und ich habe das Glück, dass ich eine tolle Frau habe und eine tolle Tochter, die mich unterstützt haben. In das Mauritius gegangen? Wir sind dann mit der ganzen Familie eine Art nach Mauritius ins Exil.
Ja, weil sie können nicht mehr an der Straße leben, indem sie gemobbt wurden. Ich konnte nicht mehr die Bahnhofstraße runterlaufen, ohne diese Detektive hinter mir zu sehen. Oder die schwarzes Auto machte mir sofort so, ich musste das Umfeld wechseln. Und das galt nicht nur für meine Frau, meine Tochter, sondern ganz raus. Raus und so. Ja, der Stress, also dieser psychologischen Stress, den ich mit mir rumtrage, also diesen Psychoterror, oder? Ja. Und hatte dann die Möglichkeit, Maurizio seine neue Arbeitsstelle anzufangen und habe diese Chance gepackt und wir sind dort runtergezügelt. Und während der gleichen Zeit habe ich natürlich versucht, auch mit den Nötigungen, mit diesem Verfahren in Zürich weiterzufahren, weil ich sage, das wird kein Ende nehmen. Die Anzeige meiner Frau wurde 2005 noch von der Staatsanwaltschaft Schweiz nach Zürich gesandt und dort wurde sie abgelegt. 2007 habe ich nochmal eine Anzeige gemacht. Und die wurde dann abgewiesen. Dann hatte ich die Nase voll, ganz klar. Ich hatte Kontakte zu, glücklich über das Internet, zu Wikileaks und habe diese Abweisung aufs Internet gestellt. Weil ich war einfach richtig wütend. Aber es geschah natürlich nichts. Und habe dann das wieder angefochten und mit der Hilfe des Ombudsmanns, also bei dieser Nötigung, das Klage von meiner Seite her, was auch nicht nur Nötigung, sondern auch einfache Körperverletzung wäre, mit den meines Erachtens mit der posttraumatischen Belastungsstörung, musste der Ombudsmann, ich sage Ihnen, der Psycho-Ombudsmann, musste die Richter 11-mal mahnen, dass man vorwärts macht. Die wollten das Ding in die Verjährung führen. Das sind Oberrichter in Zürich, 3 Oberrichter. Ich meine, wissen Sie, meine Tochter hat geschrieben, sie habe Angst vor diesen bösen Männern. Sie hat das Blatt beigelegt. Ein Kind schreibt den Richtern. Ich hatte Gutachten von Experten der Universität Zürich, also nicht Gutachten, einfach die Bestätigung, dass ich eine posttraumatische Belastungsstörung hatte. Weil ich bin schon 2004 zu diesen Leuten gegangen, habe gesagt, mit mir stimmt es nicht mehr, was geht ab? Oder? Die haben gesagt, posttraumatische Belastungsstörung, ganz klar. Oder? Und es gab von den Ärzten und von meinen Nachbarn gab es Bestätigungen, was gelaufen ist. Also ich habe ja meine Nachbarn angeschrieben und 3 Seiten, was alles läuft und was ich das Gefühl habe und was auch immer, dass sie mir einfach bestätigen, dass diese Leute uns belästigen, damit ich, dass nicht einer sagen kommt, der Elmer spinnt. Oder? Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Also Sie haben 3 Obergerichtspräsidenten oder Oberrichter von Zürich genannt. Jetzt interessiert mich, heißt einer Balmer? Ja, das ist korrekt. Ja. Das ist offenbar wieder dieser Balmer, der uns schon im Fall Mansuch beschäftigt hat nicht und das alles abgesegnet hat, dass der Ehemann ist. Wie gesagt, ich sitze ja da so mehr als Zuhörer bei solchen Thematiken, weil ich, wie gesagt, das Schweizer Rechtssystem kenne und immer ganz verwundert gucke, wenn jemand was erzählt und sagt, was, das ist hier möglich, das geht hier. Ja. Also, hätte ein Polizist in Deutschland diesen bösen Trick gemacht, deinem Kind passiert irgendwas und du musst schnell kommen. Und das wäre öffentlich geworden. Der wäre heute nicht mehr Polizist. Ja. Also das sind Dinge, wo ich sage... Das wird hier alles in den Boden gewalzt, damit es nicht zum Himmel stinkt. Genau. Aber es stinkt natürlich gleichwohl zum Himmel. Es ging in Zürich noch weiter. Oder? Die 3 Oberrichter haben es abgelehnt. Ich habe 25 Verfahren in Zürich angestrebt. Also mit Beschwerden und alles. Ich habe alle verloren, ist ja klar. Oder? Ja, natürlich. Aber das eine, das ich an das Bundesgericht weitergezogen habe, als Laie, eine Laienbeschwerde. Die 3 Bundesrichter haben eine Willkürrüge an 3 Oberrichter ausgestellt. Ja. Willkür, Oberrichter. Ich habe das weitergezogen, habe gesagt, okay, also diese Richter, die packe ich mir. Und die sind noch in anderen, einer dieser, genau der Palmer ist in anderen Entscheiden während meinem zweiten Verfahren involviert gewesen, in 8 Entscheiden, natürlich auch alles abgewiesen, habe ich eine Anzeige gemacht betreffend beim Kantonsrat, bei der Oberstaatsanwaltschaft, das wurde dann weitergegeben an die Geschäftsstelle des Kantonsrats und die kamen zur Schlussfolgerung, eine Willkür, richterliche Willkür führt nicht zu einer Strafanzeige. Und die anderen Sachverhalte, habe es dann ans Bundesgericht weitergezogen. Die haben es auch noch mal abgelehnt. Oder? Die haben zwar noch mal Beweise von mir verlangt. Ich habe sie eingereicht, diese Beweise, aber man hatte dann gesagt, man könne keine Beweise mehr annehmen in diesem Status des Verfahrens. Man könne keine Beweise mehr annehmen in diesem Status. Moment. Also, man kann keine Beweise mehr annehmen. Nein. Was heißt das dann? Das ist doch eine ganz eindeutige Benachrichtigung einer sogenannten Rechtspartei. Ja, ich sollte Stellung nehmen, aber nicht, konnte nicht.
Mein rechtliches Gehör ja, eigentlich, also, ich meine, aber ich weiß interessant, nicht. Ja, nein, das ist Rechtsbeugung. Ja. Aber immerhin ist ja interessant, das Bundesgericht, ich habe das ja dann von Ihnen auch bekommen, hat also Ihre Beschwerde gutgeheißen. Ja. Sie waren nicht durch einen Anwalt vertreten. Das ist also auch eine Mitteilung an die Zuschauer. Nicht? Das ist interessant. Es ist also durchaus möglich, wenn man sich kurz fasst und das Wesentliche auf den Punkt bringt, dann hat man durchaus beim Bundesgericht nicht immer, aber immer wieder Chancen. Nicht? Und die haben also dann immer auf die Frage oder auf die Strategie der Bärenfamilie, die haben ja gesagt, ja, wir wollten ja gar nicht einen Terror ausüben, wir wollten nur ganz sachte überwachen, weil wir wissen wollten, was macht der Elmer, was führt er für Pfeile im Köcher gegen die Bank. Das war ihre Verteidigungslinie. Und dann hat er gesagt, ja, frag doch mal mein Umfeld, frag die Nachbarn, frag den, frag jenen, und hat das ganz konkret gemacht. Die haben alle bis zum Obergericht eingeschlossen gesagt, nein, das kenne ich. Das kenne ich in Basel bei der Justizaffäre, was genau gleich, das also immer meinst, das gleiche Wenn Schema. Ich die Wahrheit nicht wissen will, frage ich einfach nicht danach. Genau. Ja. Und, genau, das ist das Konzept. Und dort hat das Bundesgericht dann doch den Braten gerochen, hat gesagt, meine Herren Oberrichter, so geht's nicht, geht zurück, hört diese Zeugen an, ist das jetzt geschehen? Also wir müssen mal etwas nach vorne kommen, weil ich will ja am Schluss noch auf einen ganz anderen Punkt hinaus, weil da werden ja für mich die hanebüchersten Dinge klar im Moment. Verhaftung, Entlassung, wieder hin und her Geplänkel, wie ging das dann weiter? Kam es zu einer Verurteilung oder was war das Ergebnis dieser Verhaftung? Gab es da einen Prozess oder um was ging es? Also 2011 gab es dann vor dem Bezirksgericht einen Prozess. Ich wurde dann verurteilt aufgrund von meinem schweizerischen Arbeitsvertrag, dass ich das schweizerische Bankgeheimnis, dem schweizerischen Bankgeheimnis unterstehe und dass ich damit das schweizerische Bankgeheimnis gebrochen habe. Wir haben dann von unserer Seite her dieses Verfahren an das Obergericht weitergezogen. Also was war die Strafe? Die Strafe war eine bedingte Strafe und etwa 5.000, 8 Monate bedingt, glaube ich, ungefähr, und etwa 5.000 Schweizer Franken. Also mit dem Fall und deinem Weggang dann nach Mauritius war das ganze Thema erledigt? Nein, war nicht erledigt, nein, das ging noch weiter. Also wir haben ja das Verfahren dann weitergezogen an das Obergericht und gab es die Verhandlung im November 2011. Das Obergericht kam zum Schluss, wir können nicht beschließen. Wir wissen nicht, um welche Daten. Nicht entscheiden. Wir wissen nicht, um welche Daten dass es sich handelt. Die vorgelegten Beweise oder angeblich genügen nicht zu einer Verurteilung von Elmer. Die ganze Angelegenheit wurde zurückgewiesen an die Staatsanwaltschaft, um nochmal eine gründliche Untersuchung, also eine detaillierte Untersuchung zu machen. Wir sind bei, Moment jetzt, wie heute sind wir in diesem Fall im achten Jahr. Und jetzt denkt man dran, eine ordentliche Untersuchung zu machen. Das wurde vor einem Jahr entschieden, ja. Okay. Was soll ich meine? Ja, und ja, noch eine juristische Frage ist damit verknüpft, das ist noch ganz neckisch. Man hat ja den Herrn Elmer in Untersuchungsgehaft genommen, ja zweimal, das kommt ja noch viel länger dann. Ne? Jetzt aber, was nie abgeklärt wurde, ist die Frage, ist überhaupt für diese Cayman-Unterlagen schweizerisches Bankgeheimnisrecht anwendbar. Das wurde von dem Fußvolk, nicht, die da die Verhaftung, die Zwangsmaßnahmen haben, nicht bejaht. Ganz klar, die sind da der Doktrin der Bärenbank-Juristen 1:1 gefolgt. Aber jetzt hat es gekippt. Das Obergericht hat gesagt, es ist gar kein Nachweis, dass schweizerisches Bankgeheimnis hier im Spiel steht, weil die Datensätze ja Cayman sind. Aber Sie müssen sich vorstellen, in diesem Fall, meine Anwältin hat bereits Anfang Oktober 2005 die Frage gestellt,
das schweizerische Bankgeheimnis sei wahrscheinlich nicht anwendbar. Ja, im Haftrekurs ja. Bereits. Ja, bereits. Sie war am Ball, oder? Ja, aber da wird drüber Dinge, wenn das Schweizer Bankgeheimnis in den Caymans, dann muss ja auch das Schweizer Recht in den Caymans greifen, über alle Bankgeschäfte. Und entweder oder, das würde bedeuten, dass alle die, die da Steuer hinterzogen haben und, eigentlich alle nach Schweizer Recht verurteilt werden. Ich kann jetzt sagen, das Stück Recht gilt und das andere Stück Recht gilt nicht. Ich habe ja das dann getestet, ich bin ja nicht so gewesen. Ich habe dann der Staatsanwaltschaft auch das bekannt gegeben, man ist nicht drauf dran getreten. Ich habe dann die CD der Bundesanwaltschaft gesandt mit Namen und die waren bereits schon publiziert durch eine englische Zeitung. Also da ging es um Waffenhändler, Mörder, Drogenhändler und alles, sauber in der englischen Zeitung. Sie müssen sich vorstellen, in einer englischen Zeitung publiziert. Die Bundesanwaltschaft, ich habe das am 6. Februar 2009 gesandt, am 20. Februar 2009 habe ich die Antwort bekommen, man werde nicht darauf eintreten. Aber es zeigt sich da, also Peter, ich bin da einfach nur schockiert über die ganze Geschichte, weil ich sagen muss, jeder Mensch bekommt ein Rechtsverständnis in seinem Elternhaus anerzogen. Mhm. Das heißt, es gibt Regeln und an die Regeln müssen sich alle halten. Ja. Und da haben wir doch ein Wahnsinnsproblem, was heute unsere Zeit widerspiegelt. Ja, ja. Immer mehr Menschen verstehen, dass es kein Rechtssystem gibt, was für alle gilt. Dass es unterschiedliche Sachen gibt. Ja. Und wie gesagt, ich bin ja auch immer überrascht, dass Polizei einfach sagen kann, was, du machst Anzeige? Nö, die nehmen wir nicht an. Mhm. Und sage ich, hallo, wenn jetzt einer dem die Nase nicht gefällt, kann der Polizist ja ganz klar sagen, nö, bei Nase gefällt mir nicht, die Anzeige nehme ich nicht an. Ja. Liebe Zuschauer, ein paar Dinge, die ich nicht verstehe, muss ich vielleicht auch gar nicht, aber die mich natürlich verwundern in diesem Thema. Wir werden gleich nach der zweiten Werbepause noch uns das Ende anhören. Dann werde ich in der Werbung mal mit den Zuhörern von OrgiTalk Kontakt aufnehmen. Gleich nach der Einblendung sehen wir uns wieder und sind zurück bei unserem Thema Recht und Unrecht. Bis gleich nach der Werbung. Wir sind wieder zurück nach unserer kleinen zweiten Werbepause bei Time to Do. Heute bei mir im Studio Rudolf Elmer und Dr. Peter Zielmann mit einem ganz interessanten Thema, was jemand, der doch noch das Empfinden von Gerechtigkeit hat, in seinem Leben durchmachen muss, wenn es den anderen nicht gefällt. Und vielleicht wird auch Recht oder Gerechtigkeit unterschiedlich betrachtet. Ich kenne das vielleicht nicht, aber vielleicht kennt das einer meiner beiden Gäste hier. Ich will aber noch mal zurückkommen. Also erste Verhaftung, weg, verurteilt worden, Familie, dieses Thema Mauritius. Wie lief der Fall dann weiter? War das dann abgeschlossen? Ist das Ganze jetzt vorbei? Also wir sind vom Bezirksgericht dann nach Hause gefahren und sind in die Tiefgarage gefahren, eine große Tiefgarage. Da folgte uns ein Auto. Bei mir im Auto saßen meine Frau und ein Freund. Und wir fuhren in den hintersten Parkplatz, der Wagen folgte und dann sprangen vier oder drei Männer aus dem Auto raus. Ich sah eine Waffe, sie hatten Sturmkappen an. Und in diesem Moment dachte ich, das wäre es dann gewesen. Jetzt stellen sie mich an die Wand und ich bekomme die Kugel, oder? Also nochmal zum Nachvollziehen. Das heißt, nach dieser ganzen Prozessgeschichte, Freilassung, Beurteilung, hast du gedacht, okay, Fall erledigt, mit der Familie nach Hause gefahren. Genau. Und dann in der Tiefgarage deines Wohnhauses sprangen aus einem Zivilwagen Leute mit Sturmmasken. Korrekt. Konntest du erkennen, ob das Ganoven sind oder Polizisten? Ich konnte das nicht erkennen. Ich war erschrocken. Wahrscheinlich haben sie Polizei gerufen, aber für mich war der Fall klar. Ich sah diese Sturmmützen und die Waffen und da habe ich... Warst du jemals bewaffnet? Ich war nie bewaffnet. Ich habe keine Lizenz, um Waffen zu tragen. Und die Polizisten hatten gezogene Waffen in den Händen? Also der eine, habe ich es erlebt, dass das auf mich gerichtet wurde. Und der ging dann gerade auf meinen Körper los und suchte den Kontakt, oder? Und hast du irgendwas gemacht? Dich gewehrt? Nein, ich bin schockiert gewesen. Ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Also ich habe gesagt, das wäre das Leben gewesen, oder? Also für mich war das Ende eigentlich. Also. Ja, es hat ja noch so eine stille Pointe, die ganze Sache, nicht? Also dieses Strafverfahren wegen Bankgeheimnisverletzung ist ja sehr glimpflich abgelaufen. Da wurde eine bedingte Geldstrafe
verhängt. Das ist also nichts Bemerkenswertes. Nicht? Jetzt muss man aber wissen, der Herr Elmer war 2-3 Tage vorher bei WikiLeaks und hat öffentlich dort 2 Datenträger so übergeben. Das konnte die ganze Welt sehen und sie hat es auch gesehen. Und das haben auch die Schweizer gesehen. Jetzt kam die ganze Weltpresse nach Zürich. Das ist richtig. Richtig, ja, die Weltpresse hier. War in Zürich und jetzt wussten die Herren Richter, was sie machen müssen. Keinen Märtyrer. Kleine Strafe, ist ein kleiner Fisch, ist uninteressant. Die Journalisten sind wieder weggezogen, leicht enttäuscht, ist nichts. Viel Lärm um nichts, der Herr Elmer ist nur ein Wirrkopf, ein blöder Kerl. Und dann in der Tiefgarage, als die Journalisten längst in den Flugzeugen und in ihren Autos wieder nach Hause fuhren, haben sie sich gerecht und diesmal haben sie nicht 30 Tage, sondern 187 Tage. 187 Tagen. Ja, und was war jetzt der Vorwurf? Der Vorwurf war eine Bankgeheimnisverletzung. Das gleiche wie das erste Mal. Wäre ein bisschen in Amerika geblieben, da kann man wegen gleichen Delikten zweimal angeklagt werden. Aber es wurde dann also noch richtig happig während diesen 187 Tagen. Also man hat sehr viel Druck auf mich ausgeübt. Man hat gesagt, aufgrund von meinem Aussageverhalten müsste man ein Verfahren gegen Linksautonome machen. Das wurde mir vom leitenden Staatsanwalt gesagt. Das wurde auch runtergeschrieben. Das habe ich gesagt, das will ich jetzt runterhaben. Das muss runtergeschrieben werden. Also ins Protokoll. Ins Protokoll. Meine Frau wurde am gleichen Tag beschuldigt mit Hilfe bei schweizerischer Bankgeheimnisverletzung. Meine Frau hatte kein Besuchsrecht für die ganzen 187 Tage. Ja, korrekt. Unmenschlich. Es ging weiter. Wurde ins Verfahren einbezogen. Das ist widerlich. Es ging so weiter. Ich habe dann meine Rechte am Buch und am Film, weil ich wollte, dass das weitergeht, meiner Frau überschrieben, aus dem Gefängnis raus. Da wurde dann entschieden, der Herr macht ein Testament, also nie die Form eines Testamentes gehabt. Dann hat man einen Zeitungsartikel beigezogen und man hat ein zweites Gefährlichkeitsgutachten in Auftrag gegeben. Wir haben dann das angefochten. Ja, über Sie? Über mich, ja. Ich hatte schon eines gehabt, über 120 Seiten übrigens. Also ein Gefährlichkeitsgutachten. Das heißt Psychiatrisierung, heißt Maßnahme, das heißt 5 Jahre auf sicher. Wir kennen das vom Fall Mansur. Das heißt, da wird einfach ein Gutachten beauftragt, der erkennt, ob du eine gefährliche Person bist. Du bist nicht vorbestraft, du hast in deinem Leben noch keiner Fliege was zuleide getan. Nein. Trotzdem wird so ein Gutachten gemacht. Ja, ja. Aber das sind mir alles so Maßnahmen, also immer das wenn ich sowas unheimlich höre, und ich bin ja Deutscher, wir sind ja durch unser Thema Drittes Reich ganz anders da belastet. Natürlich. So das, aber ich habe viele Bücher gelesen über das Thema, also das sind für mich Gestapo-Methoden. Ja, das ist Gestapo. Ich habe gedacht, es sind stalinistische Methoden, ohne Tötung natürlich, aber mit Psychoterror und Zwangsmaßnahmen. Weil das ging noch weiter, mein Psychiater durfte mich nicht besuchen. Man hat das abgelehnt, das wurde bis zum Obenrecht weitergezogen, weil der Psychiater ist eigentlich der Einzige, der wirklich meine posttraumatische Belastungsstörung erkannt hatte. PPD, also die Justiz, hatte das weggeblasen. Auch diese 120 Seiten ging es nie um die posttraumatische Belastungsstörung. Ich habe gerade über die Regie bekommen, wir haben einen Zuhörer, der würde gern eine Frage stellen. Ja. Wollen wir ihn mal zu Wort kommen lassen? Hallo bei Time to Do, wer möchte was wissen? Ja, ich möchte erstmal ein herzliches Hallo sagen hier von okitalk.com. Ja, das Bürger- und das Redeportal, das Redeland schlechthin hier bei uns im Netz. Ich grüße dich, Norbert, erstmal und natürlich deine Gäste, die du heute zu Gast hast bei Time to Do. Und das ist der Dr. Zielmann und natürlich Herr Elmer, ja, ein Zeitzeuge unserer Zeit und ein Zeuge in sich selbst. Und wir haben jetzt hier bei uns auf okitalk.com, das ist Ciro. Und Ciro, ich möchte dir jetzt sehr gerne das Wort übergeben. Vielen Dank. Ja, einen wunderschönen guten Abend in die Schweiz natürlich. Meine Frage ist gerade wieder zum Bankgeheimnis. Das Wort Bankgeheimnis, wenn wir ein Bankgeheimnis haben, aber es
Bankgeheimnis nicht wirklich ein Bankgeheimnis ist und vor allem für den Bürger, der ja sich offenbart, warum hat man überhaupt das Wort Bankgeheimnis noch im Sprachgebrauch? Ist ein unglaubwürdiges Wort, würde ich jetzt mal so meinen. Dankeschön. Vielleicht gehen wir die Frage an den Rudolf Wellmer weiter. Ja. Also man müsste das Wort Bankgeheimnis genau anschauen. Das Wort Bankgeheimnis ist ein Berufsgeheimnis in der Schweiz. Es ist aber auch ein Steuergeheimnis, weil Steuerhinterziehung wird durch das Bankgeheimnis oder wurde bis vor langem durch das Bankgeheimnis geschützt. Und meines Erachtens ist es auch ein Missbrauchgeheimnis, weil man sagt ja, die Privatsphäre werde durch das Bankgeheimnis geschützt. Die Privatsphäre der natürlichen und der juristischen Personen, in der Schweiz haben auch juristische Personen Privatsphären, habe ich gelesen. Nun, da geht es darum, das sind Finanzinstitute, multinationale Konzerne oder Superreiche, die mit ihren Offshore-Konstrukten wie Trusts und Companies sich hinter dem Bankgeheimnis verstecken können. Also es ist nicht der Bürger, der natürliche Bürger, der Arbeiter, der da wirklich geschützt wird. Natürlich sagt man das und verkauft das auch so. Aber schlussendlich geht es um die anderen drei Kategorien, die geschützt werden durch das Bankgeheimnis. Das heißt, es ist eigentlich auch wieder so ein zweites Recht, so ein besonderes Recht für besondere Menschen, die das besonders in Anspruch nehmen. Und es wird so dargestellt, als würde es jeden Bürger schützen, dass keiner weiß, ob er... wir hatten ja das Thema schon mal. Ja. Jetzt fragen wir zurück an den Zero. Ist die Frage für dich beantwortet? Ja, sicher, sicher. Das ist schon in Ordnung. Herzlichen Dank. Bitte schön. Aus Österreich. Dankeschön. Norbert, ich möchte ganz gerne hier auf okitalk.com dem Bürger, dem Redeportal, dem Redeland natürlich die Möglichkeit geben, dass die Zuhörer sich in deine Sendung mit einklinken. Das heißt, ich spreche jetzt zu den Zuhörern nicht nur auf der Homepage, die den Player angedrückt haben, weil sie können sich ganz schnell das Remember herunterladen. Dann sind sie mittendrin statt nur dabei. Dann können sie dich hören und deine Gäste natürlich. Ich möchte auch hier runter in den Zuhörerbereich einfach sagen, kommt hoch in die Sendung, stellt eure Fragen, eure Anmerkungen. Traut euch ein bisschen. Genau, wir beißen nicht, natürlich nicht. Time to do und okidoc.com, in der Kooperation. Es ist einfach fantastisch und wunderbar. Du hast tolle Gäste heute Abend. Dankeschön. Sehr gerne. Das ist Herr Elmer, wie gesagt, ein Zeitzeuge und ein Zeuge seiner selbst. Und dann Dr. Jor, natürlich Herr Zielmann. Kommt hoch, fragt einfach, schreibt hier in den Chat und... Damit möchte ich, jetzt ist Thomas hier im Wartebereich, aber ich möchte dir ganz gerne jetzt weiter das Wort übergeben. Norbert, ich möchte gerade nochmal auf das Thema Bankgeheimnis kommen, weil das war ja auch so eine Grundgeschichte, die ständig durch die Presse geht, die jetzt im Moment aktuell das Thema Amerika, Schweiz, dann die Verträge zwischen Deutschland und der Schweiz, wo es immer um einen Punkt nur geht. Also es ist rein meine persönliche Meinung. Es wird ein Haufen Geld versteckt, das wird aus dem Wirtschaftskreislauf gezogen, es nützt eigentlich niemand. Nicht mal der, der es versteckt, nutzt es ja, weil es liegt ja irgendwo auf dem Konto. Ist das alles noch zeitgerecht? Sollte man das nicht ganz aufhören? Denn wie gesagt, die Masse der Menschen werden ja so erzogen, arbeite, verdiene Geld, versteuere dein Geld und dann ist es mir egal, ob da einer auf mein Konto guckt. Das Geld, was drauf ist, gehört mir, das kann ich jederzeit nachweisen, also ist es doch alles kein Thema mehr. Ist das nicht ein Relikt aus vergangenen Zeiten? Ist das nicht was, wo wir einfach mal drüber weg sollten und das Ganze mal ein bisschen öffentlich machen? Was kann jemand denn dagegen haben, wenn man weiß, wie viel Geld er besitzt? Also ich möchte da sagen, es geht eigentlich nicht nur um Geld. In den Trusts sind große Vermögen, da geht es um Liegenschaften, da geht es um Yachten, da geht es um Hochseeschiffe, es geht um Bilder, es geht um Kunstsammlungen und so weiter. Also wir sprechen nicht nur von Geld. Also das muss man ganz klar sehen, dass auch durch das Bankgeheimnis über den Trust geschützt wird. Ob es zeitgemäß ist? Bankgeheimnisse sind natürlich in der Welt... das kann man gut verkaufen. Kann ein Staat sehr viel Geld damit erwirtschaften. Also Ghana zum Beispiel wird zu einem International Service Provider, Ghana in Afrika. Mauritius habe ich erlebt, die hatten 2004 etwa 5 oder 6 Hochhäuser in Cyber City. Heute sind es 2025. Das geht in die Finanzindustrie, das bringt Geld ins Land. Also die Bankgeheimnisse der Welt sind Geldmacher.
sind Money-Making-Maschinen. Sicher, ich bin der Meinung, sie sind nicht mehr zeitgerecht, aber da gehen natürlich andere Interessen, die viel wichtiger sind als meine. Das kann ich mir gut vorstellen. Wollen wir vielleicht noch einen Zuhörer zu Wort kommen lassen, der sich jetzt eingeklinkt hat? Bitte, Kimi. Ja, natürlich sehr gerne. Bei uns ist jetzt Thomas und ich begrüße Thomas. Guten Abend, Thomas. Deine Frage bitte an die Gäste von Norbert, Schweiz 5. Vielen Dank. Ja, schönen guten Abend. Da ist der Thomas. Ich möchte vielleicht ein kurzes Fazit geben von der Sendung, weil das ist ja, wenn man da so zuhört, nicht, man glaubt ja, man ist da irgendwo in einem anderen Land, irgendwo unter dem Zweiten Weltkrieg. Ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Also, man kann das zusammenfassen, die Banken und die Finanzkonstrukte sind wichtiger als die Bevölkerung ganzer Länder. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Und die Leute sollten sich eigentlich überlegen, ob sie diesen ganzen System, diesen ganzen Bankensystem noch weiter das Geld hintragen oder ob sie nicht abheben und irgendwo in sinnvolle Sachen investieren. Ich glaube, nur so kommen wir langfristig aus diesen ganzen Geschichten heraus, wo dann einzelne Menschen wie der Herr Ellmann da so fertig gemacht werden. Ich finde, das ist eine einzige Katastrophe heute. Dankeschön. Vielleicht lassen wir den Juristen darauf mal antworten. Also das Bankgeheimnis gab es schon früh, nicht? Also es wurde gesetzlich verankert 1935, aber als Ausdruck des Persönlichkeitsrechts wurde es viel früher schon beachtet und im Basel-Städtischen Strafgesetzbuch, das eidgenössisch haben wir ja erst seit 1942 von 1873, war bereits das Geheimnis des Bankiers geschützt. Die Banken legen ja Wert darauf, zu sagen, das sei ein Bankkundengeheimnis. Ne? Ich habe da auch meine Zweifel, und zwar als Jurist, weil, wieso ist das Offizialdelikt? Wenn es ein Bankkundengeheimnis ist, dann ist ja der Kunde der Herr. Dann muss er sagen können, ja nein, das ist keine Verletzung. Nicht? Wie beim Anwaltsgeheimnis oder Arztgeheimnis, da kann ja der Arzt auch, der Patient und der Klient ja auch sagen, ich verzichte darauf. Was und der dann Thomas noch, jetzt explizit sagt, ist ja im Prinzip, es klingt ja für den Zuhörer, und das wird auch vielen unseren Zuschauern so gehen, so als könnten diese ganzen Konstrukte, Finanztrusts, Banken und so, ein ganz eigenes System machen und wir sind bloß Statisten. Ja, also natürlich ist das Bankgeheimnis, ich meine, es hat ja eine andere Qualität wie das älteste Geheimnis, das es gibt. Was ist das älteste Geheimnis? Wahrscheinlich das der Schöpfung. Nein, ja gut, nein, das Beichtgeheimnis. Oh Gott, ich bin im Bereich da. Das Beichtgeheimnis, da wurde ja auch Macht ausgeübt. Nicht? Aber natürlich, ja. Von der Kirche, nicht? Und zwar, da gibt es ja Geschichten dazu, nicht? Aber das ist doch etwas auch Verständliches, nicht? Wenn ich dir oder Herr Ellmann mal beichte in einer schwachen Stunde, nicht? Dann soll ihr das nicht die Öffentlichkeit hören. Oder wenn ich mal. Aber es wird doch immer dann benutzt, um zu manipulieren, egal in welche Richtung. Ja. Ne? Wenn ich Geheimnisträger bin, weiß ich, was geht, die anderen wissen es nicht, also jetzt kann ich. Ist noch interessant. Diese Geheimnisse des Arztes, des Anwalts, der Hebamme, des Apothekers, des Revisors, nicht? Die werden ja sehr oft aufgehoben. Und zwar ganz einfach durch die vorgesetzte Behörde. Also weil ich finde das nicht gut, aber nur zu sagen, welch geringen Stellenwert eigentlich die Geheimnisse heute im Allgemeinen haben. Nicht? Wir sind ja auf dem Weg zum gläsernen Menschen, was ja nicht sehr gut ist. Die gläserne Bank wäre vielleicht eine viel bessere Geschichte. Das wäre besser, nicht, weil das ist viel weniger. Aber also diese Geheimnisse, wenn ich jetzt zum Beispiel als Psychiater jemanden habe, der sagt, ich könnte meine Frau umbringen, was macht der Psychiater heute? Er telefoniert im Gesundheitsamt und sagt, ich habe eine Patientin, ich möchte da sprechen, nicht? Es könnte etwas passieren. Das geht sofort an die Staatsanwaltschaft und der hat schon wegen Drohung eine Anzeige und wird auch verurteilt.
Wobei gedroht hat er gar nicht, weil er in einem Könnte ist ja eine Wahrscheinlichkeitsdarstellung. Aber das heißt ja, die Polizei hat es dann der Frau mitgeteilt und dann ist sie erschrocken, das ist die Drohung. Ja, ja, so wird argumentiert. Daher muss ich sagen, es ist schon direkt schizophren wie heute, die Rechtsprechung und auch die bis zur Spitze der Verwaltung, Frau Schlumpf und so, nicht? Die unterminieren ja das Bankgeheimnis. Und wir hören ja in den Medien, da wird ja an Stammtischen rum erzählt. Ja, nicht Stammtischen, weißt du, aber groß jetzt auch wird natürlich das Bankgeheimnis ja praktisch geopfert. Nicht? Die Banken werden sogar ermächtigt, nicht nur Kundendaten, sondern sogar ihre Mitarbeiter auszuliefern, damit sie als Institut überleben. Das ist im Prinzip ein Vernichtungskampf. Aber wir hatten aber Vorgespräch auch schon mal drüber gesprochen und haben diesen Amerika-Fall uns da damals, dieser wie hieß er, der jetzt da die 100 Millionen kriegen soll. Der Birkenfeld. Bradley Birkenfeld. Also da treibt es mir auch die Tränen ins Gesicht, wenn ich sowas mir anschaue. Das ist ja im Prinzip, für mich ist das ja ein Vorsatz des Systems hinzugehen und Leute zu Geheimnisverrat anzustichen. Ja, das ist ein Wirtschaftskampf, das müssen wir natürlich sehen. Ich meine, die Schweiz ist natürlich bis zu einem gewissen Grad so reich geworden. In den Worten von Hans Bär, nicht? Das Bankgeheimnis hat uns fett und impotent gemacht, hat er gesagt. Nicht? Aber ist das nicht gefährlich, die Entwicklung? Ja, gefährlich, ganz sicher nicht. Ich meine, es werden andere profitieren von der Zerstörung des Bankenplatzes der Schweiz. Das muss man schon sagen. Wir wissen ja heute, das ist ja schon in den Fachmedien drin, dass immer mehr Systematiken sich nach Singapur im Moment verlagern oder in einen anderen Offshore-Platz. Ja, absolut. Also, aber ich will noch mal die Frage an, was der Thomas eben gesagt hat. Wäre es dann nicht wirklich den Menschen besser zu empfehlen, passt mal auf, tut mal das ganze Thema Banken abhaken, holt euer Geld ab, verbunkert es wieder daheim unterm Kopfkissen und wenn ihr was bezahlen müsst, dann schickt das per Brief oder bringt es ihm persönlich vorbei. Zins gibt es ja sowieso nicht. Ne? Genau, oder die kümmert sich, das ist die Inflation schon her. Was wäre, wenn das passieren würde? Was ist, wenn die Menschen irgendwann mal ihr Vertrauen in die Systeme verlieren? Weil es ist ja nicht die Geschichte jetzt rein von Rudolf Elmer. Ja, es sind ja hunderte von Geschichten davor und noch mehrere werden folgen von diesen. Es führt doch immer zu einem Vertrauensverlust. Weil ich will doch eigentlich zu einem Banker hingehen, will zu dem hinsitzen und will sagen, Mensch, bin froh, dass es dich gibt. Du bietest mir einen Service, da kann ich mein Geld hintun. Du kannst mir auch empfehlen, was ich damit machen soll. Aber eigentlich soll doch immer zum Wohle dessen erfolgen, der dafür schwer gearbeitet hat. Mittlerweile stellt sich das so für die Bürger dar, dass es hier ein System gibt, wo die Reichen, Schönen und Mächtigen, schön bringe ich jetzt mal in Anführungszeichen, aber ihr Spiel spielen und wie gesagt, wir bleiben die Statisten. Aber das war ja nicht der Sinn und Zweck des Ganzen. Ja, ich denke, die Leute sind nicht nur die Statisten, sondern sie sind eigentlich die Financiers. Also der Bürger bringt das Geld auf die Bank und die Bank nutzt dieses Kapital dort, zum Beispiel ins Investmentbanking zu gehen. Das ist eine Sicherheit. Also wir finanzieren eigentlich noch den Untergang. Oder? Das ist alles unglaublich. Also, aber wir haben noch 5 Minuten Sendezeit jetzt. Vielleicht noch 3 Sätze. Wo steht der Rudolf Elmer heute? Was wird noch passieren oder wie sieht deine Zukunft aus? Ich bin heute arbeitslos, aber bin glücklich eigentlich, dass ich diesen Weg gegangen bin. Ich habe eine tolle Familie hinter mir und das ist das Wichtigste an der ganzen Sache. Die Sache mit der Justiz, das werden wir lösen. Da habe ich Mut und da habe ich auch den nötigen Biss, diesen Kampf weiterzuführen und das zu einem Ende zu bringen und der Öffentlichkeit zu zeigen und eine gewisse Transparenz auch darzustellen, wie das System, und ich bin ja gegen das System, wie es funktioniert, falsch funktioniert. Da sind wir uns einig. Vielleicht noch so deine Beurteilung, wie sieht das der Jurist? Also ich glaube, wir haben mit Herrn Elmer, das hat jetzt auch diese ausführliche Sendung gegeben, einen Überzeugungstäter vor uns, der den, ein Überzeugungs-Nicht-Täter-Täter. Nein, ich würde sagen, er ist ein Überzeugungstäter im weiteren Sinn. Ich meine, Taten vollbringen wir ja im besten Fall, dass wir etwas machen. Und er hat mal etwas gesagt in einem Spiegel-Interview. Einmal im Leben müssen wir uns entscheiden, auf welcher Seite wir stehen wollen.
Und ich finde, das ist wirklich ein Schlüsselsatz. Er hat dann auch mal mir gegenüber im Gespräch in unserem Gärtlein, echt, hat er gesagt, ja, ich habe mir auch überlegt, wie kann ich meiner Tochter einmal gegenüber treten, wenn sie mich fragt. Sie ist jetzt noch etwas jung, nicht? Aber wenn sie dann das Ganze völlig verstehen kann, wie hat sich der Vater in dieser Situation verhalten? Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, das ist nicht etwas Persönliches, das ist nicht etwas esoterisch-Gefühlhaftes, sondern das ist die Verantwortung der Zukunft gegenüber. Und er hat kein Geld angenommen, er hat zwar darum gekämpft, eine Abfindung zu bekommen, die ihm das Überleben ermöglicht, aber das ist etwas ganz anderes. Aber er hat für diese Daten nie versucht, Geld erhältlich zu machen. Und es hat mich sehr getroffen zu sehen, dass in der juristischen Begründung seiner Verurteilung, die ja noch in Wasser gezeichnet ist und sehr wahrscheinlich hier auch in diesem Wasser wieder aufgelöst werden wird, weil die Zeit spricht ja für Herrn Elmer und nicht gegen ihn. Das ist ganz klar. Die genau. Welt hat sich gedreht. Nicht? Die Menschen werden aufmerksamer. Ja, ja. Man hat ein ganz anderes Unrechtsbewusstsein mittlerweile ermittelt. Und in dem ganzen Zusammenhang, ich meine, wir erinnern uns, nicht vor allzu langer Zeit gab es die Nationalbank-Affäre Hillebrand, diese ganze Thematik, wo es da um irgendwelche 50.000 Dollar ging oder die da angelegt wurden und aufgrund einer Information. Also als ich das gehört habe, kam bei mir sofort ein Gedanke hoch. Wird der Herr Hillebrand der Einzige gewesen sein, der das gemacht hat? Wie viele Banker, die Möglichkeiten haben und die diese Informationen kriegen, und das weiß der Rudolf Elmer genauso wie ich, ich habe auch Freunde, die in Banken arbeiten, die sagen, natürlich wissen wir alles vorher. Und wenn ich meinen Kumpel anrufe, mein Privathandy und sage, du kauf mal 100.000 Dollar, dann wird es nie jemand. Deswegen hat mir ein Anwalt vor kurzem gesagt, aber Tausende von Leuten gewesen sein, die halt Informationsquellen haben, wie sich ein Kurs verändert. Und die werden das Gleiche getan haben. Ja. Nach deiner Auffassung, war der Hillebrand ein Bauernopfer? Da bin ich mir nicht sicher darüber. Ich bin ein bisschen enttäuscht über die Sache, dass ein Namenkonto auf diesem Weg an die Öffentlichkeit geht. Aber das darf nicht sein, also solch ein Namenkonto von einem Mann muss geschützt werden. Da müssen die Richter oder die Justiz zuerst die ganze Sache untersuchen. Ich meinte, wie es dann später gespielt wurde, wurde er zum Bauernopfer gemacht. Ja. Ja. Das ist ein guter Mann, den wir verloren haben. Das war ja auch so eine Bankgeheimnis-Thematik. Ja, ja. Entweder wir haben eins oder wir haben keins, oder wir haben ein halbes oder wir haben es nur verkämen. Ja. Also hier, wo die Justiz natürlich gefragt ist, und da hat Herr Elmer mit Recht darauf hingewiesen, das ist ja, dass der Einzelne nicht, ich sage es jetzt mal ganz volkstümlich, verheizt wird für den Kampf, der auf der politischen und der machtmäßigen Bühne ausgetragen wird. Es ist ganz klar, es ist ein erbarmungsloser Wirtschaftskampf. Das dürfen wir sagen. Wir können ja keine Zeitung mehr aufschlagen, ohne dass nicht wieder neue Meldungen drin sind. Das ist klar. Und das geht irgendeinen Weg. Und da geht es auch nicht um Gerechtigkeit. Wo es aber um Gerechtigkeit geht, das ist, wenn der Einzelne, auch der Hildebrand, aber auch der Herr Elmer, vor Gericht steht und man dann ihm das Genick brechen will mit einem stinkigen Gesetz, von dem niemand mehr daran glaubt. Die Banken glauben nicht mehr, die Frau Schlumpf glaubt nicht mehr, der ganze Bundesrat glaubt nicht mehr daran, die meisten Politiker auch nicht mehr, vielleicht die SVP noch ein klein wenig, nicht wahr? Aber man darf doch in dieser Situation, wo man sieht, dass das Haus bröckelt, darf man doch nicht wie ein Hitler nicht sagen, das Volk hat nichts Besseres verdient, als unterzugehen. Nicht? Also quasi, jetzt haben wir noch diese paar Brocken Gesetze und damit bringen wir noch die letzten Menschen, die über ein
Wissen verfügen, noch ins Gefängnis. Das ist doch pervers. Ist eigentlich noch ein Verfahren offen jetzt oder ist das ganze Thema abgeschlossen? Nein, es sind zwei Verfahren noch offen. Also das 2005-Verfahren, das heute im achten Jahr steht, ist offen. Und dann das zweite Verfahren vom London, also mit WikiLeaks, die Übergabe dieser CDs, ist auch noch offen. Sie haben das nicht vereinigt. Sie hätten es ja vereinigen können, aber Sie wollten natürlich diesen zweiten Pfeil auch noch in Griff bringen. Die erste Strafe erfolgt bedingt und beim zweiten Verfahren genau. Wird die Bewährung widerrufen. Ja, und das können wir auch alles. Aber ich glaube nicht, dass es so weit kommt. Ich meine, das Verrückteste an der Geschichte ist ja, dass jetzt das Obergericht das zurückgewiesen hat, weil die ganze Rechtsgrundlage ins Wanken geraten ist. Und jetzt die Staatsanwaltschaft ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben hat über die Anwendbarkeit des Rechts. Jetzt müssen wir sehen, was das bedeutet. Also die Staatsanwaltschaft sagt, wir wissen es nicht. Das Gericht der ersten Instanz hat es offensichtlich falsch beurteilt. Sie hat eine Weisung bekommen vom Obergericht, das sei gar noch nicht nachgewiesen. Und jetzt wird von einem rechtsvergleichenden, vom Institut für Rechtsvergleichung ein professorales Gutachten verlangt. Aber der Herr Elmer, der hätte im Jahr 2002 folgende schon alles wissen sollen, im Moment, als ihm da die Kugeln um die Ohren pfiffen und er das und das und das tun musste in diesem harten Day-to-Day-Business mit Direktiven von USA, mit Direktiven aus Zürich, mit all dies. Das ist ja eine Kampfsituation. Und dann wollen Sie nach 8 Jahren ihm vorrechnen, vielleicht, wenn er Unglück hat, er hätte da nicht recht gehandelt und er solle vielleicht sogar bestraft werden. Was also, ist denn das für eine Justiz, wie gesagt, ich sagen? Ich danke für dieses tolle Schlusswort. Auch vielen Dank, dass erstens mal der Mut und zweitens mal die Situation wir mal klären konnten. Für mich, wie gesagt, Deutscher hört man, sind viele Dinge hier mit Fragezeichen in den Augen zu Ende gegangen. Und wie gesagt, auch danke für deine Erklärungen und für das Kommen. Liebe Zuschauer, ich fasse das mal so zusammen, wie das für mich übrig bleibt. Für mich bleibt es übrig, da gibt es einen Mann, der seinen Job macht. Irgendwann sieht er, dass in seinem Job Dinge passieren, die er nicht so vertreten kann. Er fängt an, darüber zu sprechen und das zu sagen. Und da alle anderen nach wie vor diese Dinge mittragen, wird auf ihn eingeprügelt. Man verwendet Millionen und viel Geld, um letztendlich ihn klein zu kriegen und tut den Staat 8 Jahre beschäftigen, ein Verfahren zu führen, wo man nicht weiß, wie es ausgeht. Überlegen Sie darüber. Ich freue mich, dass Sie da waren und wünsche Ihnen einen schönen Abend. TimeToDo.ch ist Ihnen präsentiert worden von Bali Berseri.